Ja, guten Abend zusammen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Sie haben schon einen langen Tag hinter sich, haben viele Debatten geführt, manche vorhin auch schon Quiz-Sendungen mitgemacht und so weiter. Das weiß ich sehr zu schätzen. Schön, dass Sie da sind. Vielleicht geben Sie sich einen freundlichen Applaus, bevor Sie uns später eingeben müssen. Ich bin mal unhöflich, fange mit mir selber an und stelle mich kurz vor. Mein Name ist Martin Kaul, ich bin Redakteur bei der schönsten Tageszeitung der Welt, der Taz. Slowly. Das war jetzt noch nicht als Spitze gemeint eigentlich. Das war nur ein tiefes inneres Empfinden. Und ich habe heute Abend einen Gast, über den ich mich sehr freue, dass er hergekommen ist. Sein Name ist Julian Reichelt, er ist Chefredakteur der Bild-Zeitung. Ich weiß jetzt nicht, er wird wahrscheinlich schönste Tageszeitung der Welt. Schön, dass Sie da sind erstmal. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Also es ist so, da will ich jetzt ganz offen sein, am Anfang haben wieder viele gesagt, wie kannst du denn den Reichelt einladen, muss man so einem eine Bühne geben, was soll denn der Scheiß und so weiter, aber ich finde, ja, man muss so einem eine Bühne geben. Wir wollen nicht immer nur mit in unseren eigenen Kosmen reden, sondern wir wollen in den Austausch gehen. Dieses Gespräch ist ein Nachbarschaftsgespräch, denn Reichelt und ich, wir sind Nachbarn. Reichelt hat drüben die Bild, das wissen Sie ja, wenn Sie es nicht wissen und von woanders angereist sind, hier, wenn Sie einmal um den Block gehen und gucken, das große Haus, das gehört denen. Gegen die sind wir damals angetreten. Wir wollten schon immer die Bild bekämpfen. Wir tun es bis heute, aber mit Stil und Charme. Und heute Abend wollen wir uns einfach mal ein bisschen näher kennenlernen. Wir treffen uns hier auf diesem völlig unvermienten Gelände, mitten in der Mitte zwischen Bild und Taz. Ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Wir könnten uns wahrscheinlich jetzt auch duzen, aber wir bleiben mal beim Sie, würde ich sagen. Oder wir können das Publikum abstimmen lassen. Wie ist denn da, wie wäre das nicht, dass man hinterher sich falsche Vorwürfe geben lassen muss? Wie wäre da so tendenziell die Stimmung? Eher duzen oder eher siezen? Wer wäre da eher so für das? Wer wäre für das Sie? Ja, wer wäre eher für das genossenschaftliche Du? Ja, ist schon eher eine Mehrheit für das genossenschaftliche Du. Jetzt muss man allerdings wissen, der Reichelt ist kein Mitglied in der Taz-Genossen. Müssen wir nochmal prüfen. Vorgänger vom Reichelt war der Kai Diekmann, der war tatsächlich Mitglied in der Taz-Genossenschaft. War das jetzt ein Du? Dann duzen wir uns. Bist du eigentlich Mitglied in der Taz-Genossenschaft? Ich bin es nicht, weil ich fürchte, dann auch so eine Skulptur zu bekommen an eurem Gebäude. Das war der Penis. Ja. Naja, da ist noch mehr dran an der Skulptur. Also es ist jetzt nicht nur Penis. Und, ja. Herzlich willkommen, Julian Reichelt. Vielen Dank. Und danke für diese nette Musikauswahl. Ich bin dein Vater, Martin. Da warst du noch nicht da. Da hatten wir Schweineherbst von Slime. Und Antilopengang, aber das vertiefen wir jetzt gleich. Das vertiefen wir gleich in Ruhe. Wir wollen auch ein paar ernsthafte Dinge besprechen und ich lehne mich mal ein bisschen zurück. Wir haben diese Veranstaltung etwas prollig genannt, worauf es ankommt. Und das ist eigentlich eine zeitdiagnostische Frage und es ist die Frage, die uns heute in vielen Panels beschäftigt hat. Die Frage, welche Idee haben wir von Europa, welche haben Sie, welche haben ich, welche hast du von Europa? Und es ist eine Frage, von der wir wissen, dass sie uns alle noch lange beschäftigen wird. Wir sehen, in welchem Zustand sich die Europäische Union, auch die Werte, sozusagen die Wertvorstellung der Europäischen Union, in welchem Zustand sich das befindet. Das ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Aber ich würde ganz gerne, wenn du einverstanden bist, langsam vorweggehen. Und zwar mit einer kleinen Kennenlernphase. Wer bist du eigentlich? Unter der Überschrift Sehnsucht. Und dann mit einem zweiten Teil. Was ist Wer hat jetzt Sehnsucht? Du, was deine Sehnsüchte sind. Okay, gut. Ich dachte, du nach mir. Bitte? Ich dachte, du nach mir. Nein, aber wonach ich Sehnsucht habe, okay. Keine. Also wir wollen uns auch nicht zu nahe kommen. Und ein zweite unter dem Überbegriff Heimat, Deutschland. Worüber reden wir hier eigentlich? Und dann vielleicht eine dritte mit der Frage nach Europa. Und ich habe... Ich möchte vielleicht tatsächlich ein bisschen persönlich anfangen und beginnen, weil ich denke, dass viele der Menschen hier dich kennen aus deinen Artikeln, auch aus einer
aus deinen sehr scharfen, sehr teils polemisch harten Positionen bei Twitter oder in der Öffentlichkeit. Und mir ist etwas aufgefallen, und das meine ich jetzt nicht witzlerisch, sondern mir ist sozusagen eine zarte Seite aufgefallen. Und zwar habe ich dieses Buch hier gelesen, und das heißt Kriegsreporter von Julian Reichelt. Das heißt, ich will von den Menschen erzählen. Es ist geschrieben, ich glaube 2009, du bist Jahrgang 1980, da warst du 29 Jahre, also eigentlich junger Mensch. Und mir ist aufgefallen, dass das heißt, ich will von den Menschen erzählen, aber eigentlich erzählst du sehr viel von dir selbst, von den Situationen in Afghanistan beim Tsunami, also in Kriegssituationen, in Ausnahmesituationen, Situationen, wo es viele tote Menschen gibt, wo du zwischen Leichen rumläufst. Und tatsächlich, um so ein bisschen zu begreifen, was da dein Werdegang ist, würde ich da gerne mit dir drüber reden. Vielleicht kannst du erstmal selber nochmal erzählen, du warst Volontär bei der Springer und du bist in diese Situation Kriegsreporter sozusagen hineingekommen, du hattest alle Freiheiten und warst viel in Krisengebieten auf dieser Welt unterwegs. Was sind da, also wenn du das so in a nutshell erklären müsstest, Leuten, die dich nicht kennen, was da sozusagen der Kern dieser Phase für dich war? Der Kern dieser Phase kann man das eigentlich gar nicht nennen, dafür war es zu lang und zu prägend, für mein bisheriges Leben und vermutlich auch für den Rest meines Lebens. Die Kernerkenntnis, die ich daraus mitgenommen habe, ist, dass egal wie desolat eine Situation ist und egal wie dramatisch sie ist und egal wer versucht, Menschen das Schlimmstmögliche anzutun, dass man Menschen, und das ist für unseren Beruf, glaube ich, eine ganz wichtige und eigentlich relativ hoffnungsvolle Erkenntnis, dass man Menschen am Ende nicht wegbekommt. Ja? Und dass immer jemand übrig bleibt, um Zeuge zu sein, um zu erzählen, was ihnen angetan wurde, um Anklage zu erheben, um zu berichten, welches Leid ihnen widerfahren ist, welche Ungerechtigkeit ihnen widerfahren ist. Das war eigentlich die Erfahrung, die ich durch alle Kriegs- und Krisengebiete gemacht habe. Das Buch endet mit einer Geschichte aus Ruanda, mit einem versuchten und nahezu erfolgreichen Völkermord, wo es am Ende aber auch so war, dass eben genug Menschen übrig geblieben sind. Einen Menschen beschreibe ich da drin, die eben davon erzählen, uns Journalisten, die versuchen zu verzeihen und Versöhnung üben und versuchen wieder aufzubauen. Und das ist vielleicht so die zweite große Erkenntnis aus meiner Arbeit in solchen Ländern, dass Krieg natürlich in Menschen das denkbar Schlimmste und Schlechteste hervorbringt, aber auf der anderen Seite auch immer das Beste. Dass es in den desolatesten Umständen immer die Eltern gibt, die versuchen, ihre Kinder durchzubringen, Menschen gibt, die unter dem Einsatz des eigenen Lebens versuchen, anderen zu helfen. Also man stellt sich das, glaube ich, immer vor als eine vor allem traumatisierende Erfahrung. Und manche Dinge sind natürlich traumatisierend, viele Dinge sind traumatisierend. Aber für mich war die Botschaft dieser ungefähr 10 Jahre, die ich das gemacht habe, eigentlich immer eine optimistische und vielleicht fast banal klingende, nämlich dass das Gute am Ende, egal was vorher an Grauen geschieht, dass das Gute am Ende siegt und eben, dass Menschen nicht zum Schweigen zu bringen sind. Danke, also wir wollen jetzt nicht in die Einzelheiten dieses Buches gehen, aber ich möchte gerne bei Ihnen einmal das Bild auslösen, sich also einfach vorzustellen, dass Sie es jetzt hier mit einem Mann zu tun haben, der zwischen Leichen hergegangen ist, beim Tsunami oder in Syrien oder Darfur. Also das sind Situationen, wo man nun wirklich aus der Realität hier geschüttelt wird und in eine andere Realität kommt. Und nun ist es so, dass wir bei der Taz nicht über die Mittel verfügen, solche Reporter-Infrastrukturen vorzuhalten, aber ich denke, bei der Bild fliegt man sozusagen schnell hin und zurück. Und davon gibt es hier viele Szenen, die bestimmte Motive zeigen. Zum Beispiel, dass es, und das meine ich jetzt auch nicht, also in keiner Weise erstmal vorwurfsvoll, dass es man in bestimmten Zynismus hineingerät. Ja? Also, dass du dann schreibst, irgendwann habt ihr so lange gewartet, dass aus dem Gazastreifen etwas nach Israel fliegt, dass du Geld auf den Tisch gelegt hast und gesagt hast, ich wette, dass zwischen 17 und 18 Uhr was passiert. Hält jemand dagegen? War ich das?
Ich erinnere es nicht mehr genau. Ja, so, wenn es da so steht, dann stimmt es, aber ich erinnere es nicht mehr genau. Und, aber die Situation gibt es ja. Und ein anderes Motiv, was ich hier einfach gefunden habe, ist das Motiv Sucht. Und auch das jetzt erstmal als, ich fand das wirklich, also starke Bilder. Vielleicht darf ich da mal so zwei, drei Sachen vorlesen. Erstens ganz schlicht, Reporter wird man, wie man süchtig wird, schleichend. Ich möchte einfach mal ein paar Sätze, ein paar, wie ich finde, sehr zarte Sätze von dir vorlesen. Ja? Schreiben ist für mich leichter als sprechen. Man muss sich in diesem Beruf sehr daran gewöhnen, keine guten Antworten zu haben. Man muss sich daran gewöhnen, nicht so gut zu sein, wie man gerne wäre. Aber mit meinen Eltern oder meiner Frau darüber sprechen, das konnte ich nie. Es ist leichter, die Story Millionen Menschen zu erzählen, als einer Person, die einem ins Gesicht guckt. Die Suche nach den Momenten, die die Welt bewegen, ist für mich zu einer Sucht geworden. Erst heute, während ich schreibe, merke ich, wie abhängig ich von diesen Augenblicken geballter Gefühle war und vielleicht noch immer bin. Und das sind also sehr viele Sätze, von denen ich dachte, die rühren mich eigentlich fast. Und die finde ich, also ich will jetzt hier nicht auf eine falsche Fährte kommen, aber das finde ich eigentlich zarte Sätze, ja, von einer Person, die anscheinend in den Emotionen so drinsteht, mitgenommen ist, zerrissen. Es gibt auch eine Szene, wo du sagst, meine Redaktion sagt, ich soll, wenn ich möchte, zum Psychologen gehen und darüber reden, aber das will ich, das kann ich nicht. Ja? Und ich fand das interessant und würde dich dazu gerne befragen, weil du von außen etwas ganz anderes bist, ja? So ein Hardliner, so ein harter Typ. Und deswegen würde ich, wenn du einverstanden bist, mit dir gerne darüber reden. Ja, gern. Was ist das für eine Sucht? Was ist das für eine Sucht? Also das klassische Klischee, das Stereotyp über Menschen, die diesen Beruf machen, ist ja sozusagen immer die Adrenalinsucht, ja, dass man immer den nächsten Kick braucht und je mehr man es macht, desto mehr braucht man und desto in so wahnsinnigere Situationen begibt man sich hinein. Ich kann für mich sagen, dass das bei mir nie so war und ich kenne wirklich den Großteil der Leute, die den Job genauso machen oder gemacht haben wie ich, weil es ein relativ kleiner Club ist und ich glaube, bei den allerwenigsten ist das so, das, was bei mir, wenn man das so nennen will, die Sucht war und das, was mich immer so fasziniert hat, dass ich es kaum aushalten konnte, nicht dabei zu sein, wenn irgendetwas passiert. Ich habe das immer genannt, Front Row Seat to History. Das beeindruckt, was mich fasziniert hat, war zu wissen, die ganze Welt sitzt vorm Fernseher und guckt CNN und ich bin an dem Ort, der da gerade auf CNN läuft. Und sich nicht erzählen lassen zu müssen. Für mich war 9/11 ein Moment, weil ich das Gefühl hatte, das wird die große Geschichte meiner Reportergeneration sozusagen. Und genauso kam es dann auch. Jede Geschichte, die ich gecovert habe über 10 Jahre, ließ sich in irgendeiner Weise auf diesen Tag zurückführen. Und sich nicht erzählen lassen zu müssen, ich glaube, das ist ja eigentlich ein Drang, den man sowieso als Journalist hat, wie Dinge waren. Ja, es nicht nachlesen zu müssen, niemanden vor sich zu haben, der sagt, du hast ja gar keine Ahnung, ich sag dir mal, sondern es selber gesehen zu haben, teilweise dann eben nur ein Ausschnitt, teilweise, das stimmt auch, verliert man dabei den Blick fürs große Ganze, weil man eben als Mensch in der Lage ist, einen Ausschnitt zu sehen, aber die Möglichkeit zu haben, Dinge selber zu erleben und für sich zu wissen, wie das war und über Jahre und Jahre dann die Zusammenhänge zu sehen. Die letzte Geschichte, die ich intensiv gecovert habe, waren die arabischen Revolutionen und zu allerletzt dann fast drei Jahre in Syrien. Zu sehen, wie der Bogen ist von diesem einen Tag 9/11, wo wir alle gesagt haben, die Welt wird nie mehr so sein, wie sie einmal war und nicht ansatzweise geahnt haben, was das bedeuten würde. Ja? Wie das zusammenhängt dann am Ende mit diesen Revolutionen, ständig diesen Bogen zu haben und einfach ein Jahrzehnt von so einem ganz, nicht ein Jahrzehnt Geschichte, sondern ein Jahrzehnt eine ganz bestimmte Facette mitzuerleben. Ich glaube, da gab es vor uns nicht wahnsinnig viele Reportergenerationen. Da gab es vielleicht die Vietnam-Generation, da gab es die Leute, die den Kalten Krieg gecovert haben und am Ende dann sozusagen mit dem Mauerfall das vermeintliche Ende der Geschichte erlebt haben. Es war genauso wenig das Ende der Geschichte, wie es die arabischen Revolutionen waren. Aber so eine Epoche covern zu können. Das habe ich immer als großes Geschenk empfunden. Ich glaube, das ist das so bitter und so tragisch es ist als Journalist, als Reporter das Beste, was einem passieren kann. Bezogen auf diesen Begriff Sucht,
Würdest du auch im Nachblick sagen, dass das so etwas ist, sowas hat, sowas Kickendes, also ich muss wieder raus, das hat mich, ich bin da ein Getriebener? Nein, also ein Kick war das nie, dafür ist es zu komplex und dafür ist es auch zu gefährlich. Ja, man lernt sehr schnell und ich habe es auf bittere Weise lernen müssen. Am 20. April jährt sich der Todestag meines Freund und Fotografen Chris Hondros, mit dem ich wochenlang Ägypten gecovert habe, der dann nach Libyen gekommen ist, fast auf mein Zuraten, weil ich gesagt habe, das ist das nächste große Ding. Und tot zurückgekommen ist, wenige Tage bevor wir uns da eigentlich treffen wollten. Was man im Krieg lernt, auch das eigentlich eine banale Erkenntnis, aber da ist, glaube ich, unsere Wahrnehmung durch Filme und Videospiele und all diese Dinge sehr verstellt. Tod ist etwas sehr Ultimatives, ja, und es ist auch nichts Heroisches daran. Und es gibt kein zu Boden gehen und kein letztes Gespräch und gib meiner Frau den Brief oder sag meinen Freunden das, sondern man hat Menschen, mit denen man befreundet ist und Menschen, die man liebt und die stehen zur falschen Zeit am falschen Ort und kriegen Granatsplitter zwischen die Augen, das war's. Und alles, was man sich sagen wollte, wird man nie wieder sagen und man lebt für immer mit der Frage, war der da, weil ich ihm gesagt habe, er soll kommen. Ja, also das ist zu hart und zu brutal, um darin einen Kick zu sehen. Den Kick habe ich tatsächlich darin gesehen und auch der Grund dafür, dass ich eigentlich immer bereichert zurückgekommen bin und nie deprimiert, dass ich eben immer wieder erlebt habe, was Krieg in Menschen an guten Dingen hervorbringt. Ja, ein Freund von mir, der das auch gemacht hat, hat immer gesagt, der hat das immer Leben netto genannt. Ja, Leben nach Abzug von allem, was wir in unserer Welt sind, mein Job, mein Status, mein Auto. Damit ist wie gemeint, sind, sozusagen wie sind im Menschen, Krieg zu sein, auf oder sich was? Selbst, na, wie, damit ist gemeint, Menschen, die niemandem was vormachen müssen, die absolut auf sich selbst zurückgeworfen sind in einer Situation, wo nichts anderes zählt als, wer bin ich, wie verhalte ich mich meinen Nächsten gegenüber, wie sehr kann man sich auf mich verlassen. Und bei allem Grauen, was ich da erlebt habe, hat das Positive für mich, wozu Menschen da in der Lage sind, immer ganz klar überwogen, vielleicht mit am Ende, obwohl ich da viel Positives erlebt habe, der Ausnahme Syrien, was der erste und einzige tatsächliche Vernichtungskrieg war, den ich miterlebt habe, wo das Ziel ganz klar war, eine Zivilbevölkerung auszulöschen. Und das war tatsächlich so, dass der Horror für mich da bis heute überwiegt. Und auch das ist ja was, womit man als Journalist, wo man ja, gerade wenn man das macht, aber ich glaube, das hat gar nichts mit Kriegsreportertum zu tun, sondern die meisten Reporter glauben, dass sie mit der Arbeit, die sie machen, was verändern können. Ja, und ich habe halt 3 Jahre lang beschrieben, was da passiert von vor Ort und habe gemerkt, es ändert einfach gar nichts. Einfach gar nichts. Im Nachhinein... Mit das Beschreiben, dein Journalismus oder was? Ja. Es ist nicht so, dass sich jemand deswegen verantwortlich fühlt oder Verantwortung übernimmt oder zu dem steht, was wir als Wertegemeinschaft oder wie auch immer man es nennen will, immer versprochen haben, dass wir so ein Abschlachten nicht mehr zulassen. Ich glaube, es ist eine ähnliche Erfahrung, die Reporter gemacht haben, die Ruanda gecovert haben, die Srebrenica gecovert haben. Manchmal fühlt man sich einfach brutal machtlos und das ist durchaus das, was bei mir von Syrien geblieben ist. Wir kommen vielleicht gleich nochmal auf diesen Aspekt, Machtlosigkeit, Macht, auch eure publizistische Macht, aber also zuletzt, du weißt, wir bei der Taz gehören eher so zum sozialpädagogischen Typ Mensch, nochmal die Frage, in diesem Buch steht auch, man kriegt irgendwann Hornhaut auf der Seele. Warst du inzwischen mal beim Psychologen? Nein. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kenne Kollegen, die es gemacht haben. Meine Beobachtung ist, dass ihnen das nicht unbedingt immer gut getan hat. Ich glaube da tatsächlich, auch wenn es heute nicht mehr besonders angesagt und en vogue ist, weil sozusagen das Reden darüber und das Verarbeiten und das öffentliche Verarbeiten, das Traumatisiertsein ja fast in gewisser Weise, ich will nicht sagen, zu einem Statussymbol geworden ist, ja, aber das gehört fast dazu, das ist da fast das, was gesellschaftlich erwartet wird. Meine Erfahrung ist, auch mit vielen Leuten, die ich in diesen Gebieten erlebt habe, die auch nicht die Möglichkeit hätten, hier zum Psychiater zu gehen, dass das historisch erfolgreichste Konzept, mit sowas umzugehen, dass tatsächlich das Verdrängen ist. Ja, diese Tür zuzumachen und möglichst nie wieder aufzumachen. Also du redest von dir gerade.
Da rede ich von mir, ja. Es gibt Geschichten, die ich darüber erzähle, die kann ich auch relativ routiniert vermutlich erzählen, aber das, was das wirklich bedeutet, was das wirklich auslöst, das haben wir in unserem Land an unseren Großvätern und Urgroßvätern erlebt. Ja? Und das ist ja, das war der Mechanismus durch Jahrtausende, wie Menschen damit umgegangen sind. Der Mechanismus, der funktioniert, ist Verdrängen. Wir haben auch erlebt, dass der Mechanismus der Verdrängung eigentlich einer ist, der bestimmte Wunden historisch verschweigt. Dass das Schweigen der Nachkriegsgeneration genau dazu geführt hat, dass eine bestimmte Auseinandersetzung nicht stattgefunden hat, dass eine Generation danach kam, die wie die Generation, aus der die Taz geboren wurde, eine ist, die sich dann hinkämpfen musste zu ihrer Wahrheit. Ich würde sagen, das ist eigentlich eine Also das eine, eine ist These. Da ja, das eine ist ja bei dem Thema wegschließen und verdrängen, gerade was unsere Geschichte angeht, die Schuldfrage. Ja, die stellt sich da in meiner Situation ja nicht. Das eine ist die Schuldfrage und das andere ist die eigene Seele und das eigene persönliche Erleben. Aber auch dessen muss man sich bewusst sein, wenn es jetzt gar nicht um Schuld geht, sondern nur um das, was macht es mit einem als Menschen, das Verdrängen auch, schreckliche Konsequenzen haben kann. Ja? Wenn wir jetzt die Gründungsgeschichte dieser Zeitung ansehen und das Aufbegehren der 68er gegen eine ja teilweise extrem gewalttätige Vätergeneration, dann hat diese Gewalttätigkeit, glaube ich, durchaus was mit Verdrängen zu tun. Das ist etwas, was passieren kann und ich versuche mir das bewusst zu sein und da sozusagen Korrektive zu haben. Ich glaube auch nicht, dass ich dazu neige und ich hoffe, das gut im Griff zu haben. Aber natürlich muss man sich dessen bewusst sein, dass Verdrängen funktionieren kann, aber nicht funktionieren muss. Und dass, wenn es hochkommt, Jahrzehnte und Jahrzehnte später, es meistens noch mit deutlich größerer Wucht hochkommt. Das bringt uns eigentlich genau zu der Frage. Es ist ganz interessant, was du sagst, weil das auch mein Eindruck ist, also ich hatte vorhin einen Satz zitiert, wir müssen uns daran gewöhnen, keine guten Antworten zu haben. Und in eurer publizistischen Auslegung habt ihr aber sehr viele Antworten, ob sie gut sind oder nicht, ist mal die zweite Frage. Aber also eigentlich besteht auch dein publizistischer Stil daraus, klare Ansagen zu machen, klar zu sein, auch interventionistisch jetzt erstmal, nüchtern gesagt, ja, also wenn, dann muss man da auch drauf schießen und das Problem lösen. Die Thematiken, mit denen du dich beschäftigst, sind jetzt in der Natur der Sache militärisch, interventionistische, du bist bei der Münchner Sicherheitskonferenz, du weißt, was du von Russland nicht erwartest und von Deutschland, wenn es um Syrien geht. Das heißt, alles, was man sieht, ist sozusagen ein ganz harter Hund. Ja? Und nur aus diesem Grund interessiert mich diese Frage, ja? Weil es da für mich so einen Widerspruch zu gibt. Und wenn ich jetzt deine Antwort aufgreife, dann ist das doch möglicherweise tatsächlich das Produkt von Verdrängung. Nein, das glaube ich nicht. Ich würde daraus zwei andere Ableitungen treffen. Erstens mal ganz grundsätzlich, wer sehen möchte, dass es bei mir vielleicht noch eine andere Seite gibt, das ist ja das Schöne am Schreiben, der kann das durchaus. Ja? Googeln hilft, Archive helfen, dieses Buch, was ich da geschrieben habe, hilft. Also da hat auch viel einfach mit Klischees zu tun und dem, was man halt gerne sehen möchte. Und dafür muss man halt viel weglassen, was ich in meinem Leben so bisher gemacht habe. Die beiden Ableitungen aus dieser Erfahrung oder diesem Jahrzehnt von Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ist einerseits, und das hat durchaus was mit der Schärfe meines Stils zu tun, das ist für mich natürlich besonders, es ist für mich körperlich unerträglich, wie wir mit Putin umgehen. Es ist für mich körperlich unerträglich, weil ich in Aleppo war, während dieser Mann diese Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Ja, und wenn wir dann über Syrien sprechen und so tun, als wäre Russland ein nicht beteiligter Verhandlungspartner und als Deutschland nicht trauen, wenigstens anzusprechen, dass diese Menschen mit bunkerbrechenden Waffen unterirdische Kinderkrankenhäuser bombardieren, ist das für mich körperlich unerträglich. Und wenn wir so tun, als wären das bei Nord Stream 2 normale politische Verhandlungspartner, ist das für mich tatsächlich körperlich unerträglich, weil ich, wenn ich sehe, dass diese Menschen ihre Waffenexporte mit erprobt im Syrienkrieg bewerben, ist es für mich körperlich unerträglich. Wenn ich sehe, dass Herr Altmaier dann zu einer Fabrikeröffnung hinfährt und freundlich neben Herrn Putin steht,
den wir unter Sanktionen haben, weil er mit Panzern gegen etwas, wenn wir über Europa später sprechen, gegen etwas verstoßen hat, worauf wir uns alle einigen. In Europa werden keine Grenzen mehr militärisch verrückt. Dann ist das für mich körperlich unerträglich. Und das drückt sich sicher in meinem Stil aus. Da gibt es einige Politiker, die daran besonders beteiligt waren, die sich da vielleicht auch fast verfolgt fühlen von Steinmeier. Mir. Steinmeier ist ein Beispiel dafür. Ich sehe nur nicht, warum. Muss man einfach nur kurz erklären, weil es Leute nicht wissen. Steinmeier, Iran-Abkommen oder was ist die echte Geschichte, Iran, warum ihr Iran, euch hasst? Also Steinmeier ist derzeit der Bundespräsident, glaube ich, noch, oder? Und da gibt es einfach diesen Hass. Hass ist für mich da keine Kategorie. Aber ich war zum Beispiel dabei, als Frank-Walter Steinmeier noch als Außenminister in München mit Lavrov und anderen, das muss man sich mal vorstellen, ein Münchner Abkommen geschlossen hat zur Befriedung und Rettung von Syrien oder Aleppo. Und es war klar, das war die Carte Blanche für die Russen, diese Stadt auszulöschen. Und wir haben es alle gesagt und alle geschrieben. Und es war, auch da, ich wurde verlacht und verhöhnt und alles. Aber er war halt leider einer der diplomatischen Wegbereiter für diese grauenvolle Politik der Russen. Und ich erlaube mir als Journalist daran halt weiter, weil ich selber auf bittere Weise miterlebt habe und erlebt habe, was es heißt, als bei der letzten Offensive auf Aleppo einfach alle Menschen zu verlieren, die ich da kannte, mit denen ich über 3 Jahre gelebt und gearbeitet habe. Von denen war halt einfach nach ein paar Wochen niemand mehr übrig. Und das macht, ich gebe auch zu, dass das, oder gestehe zu, dass das manchmal vielleicht auch ungerecht macht im Ton. Ja? Ich versuche es an anderen Leuten zu geben, die zum Lesen vorher, die mich vor dieser Ungerechtigkeit schützen. Aber was ich nicht gelten lasse, ist zu sagen, aus Respekt vor der Würde des Amtes, weil jetzt Bundespräsident ist, dürfen wir daran nicht mehr erinnern. Ja, also das ist das eine, woher teilweise, besonders bei so außenpolitischen Themen, diese Schärfe herkommt. Zweite Sache, die, glaube ich, bewusst immer missverstanden wird, bei mir ganz besonders gerne, aber vielleicht gesellschaftlich auch insgesamt, aber bei mir schon besonders gerne, ist, dass Menschen, die Krieg gecovert haben, Krieg toll finden. Krieg zu kennen ist für zwangsläufig dazu, Krieg zu fürchten, Krieg zu verachten und Krieg zu verhindern zu wollen. Und dann kommt die politische Diskussion, verhindert man vielleicht einen größeren Krieg oder eine größere Auseinandersetzung oder eine größere Eskalation durch Intervention? Verhindert man einen größeren Krieg durch einen kleineren Krieg? Das sind schlimme und unbequeme Fragen und ich weiß, was am anderen Ende des Flugzeugs oder des Artilleriegeschützes passiert. Ich kenne diesen menschlichen Preis. Ja, trotzdem glaube ich, dass es, wenn unsere Außenminister, unter anderem damals Frank-Walter Steinmeier, aber alle anderen vor ihm auch, nach Yad Vashem fahren und sagen, nie wieder. Das ist die deutsche Verantwortung. Die besteht aus diesen 2 Sätzen. Nie wieder. Und dann vergast ein Diktator in seiner eigenen Hauptstadt mit einem Gas, was als Alternative zu Zyklon B von deutschen Wissenschaftlern entwickelt wurde. Kinder. 1400 Menschen verrecken, vergast in ihren Schlafzimmern und Deutschland sagt, 4 Flugstunden von uns entfernt, das ist schlimm, aber wir können leider nichts machen. Glaube ich, werden wir da unserem Versprechen nicht gerecht. Ja, und niemand fürchtet Krieg mehr und verachtet Krieg mehr als diejenigen, die Krieg kennen. Und ich kenne es und ich verachte es, aber ich glaube, dass es leider manchmal nötig ist, Waffengewalt einzusetzen, um diese Schlimmsten der Schlimmen, deren Wirken ich persönlich erlebt habe, von ihrem Wirken abzuhalten. Du hast jetzt ganz oft Deutschland gesagt, auch deutsche Regierungsverantwortung. Vielleicht machen wir uns also mal auf den Weg ja in die Heimat. Wir wollten darüber sowieso sprechen, über Deutschland. Und ich würde das gerne mit 2 Aspekten verknüpfen. Einmal eure publizistische Haltung und die Entwicklung der publizistischen Haltung unter deiner Führung der Bild-Zeitung. Und dann vielleicht auch in einem 2. Aspekt die Frage, was ist eigentlich Heimat oder was ist eigentlich Deutschland? Vielleicht stellen wir die mal vorab. Was ist das für dich, Heimat? Es gibt den schönen arabischen Satz, der so ungefähr lautet, Heimat ist, wo sie dich nicht wegschicken können, wenn du Mist gebaut hast. Ja, das ist für mich Heimat, wenn es, was ja so beliebt ist, an irgendwas festmachen sollen, ist es tatsächlich, es gibt dieses schöne Lied, wer wird deutscher Meister, HSV, das HHH ist geblieben. Wir stehen Schlange vor dem Stadion, es riecht nach Bier und Sieg und nach Sensation. Ja, also mit meinem Vater beim Fußball zu sein in Hamburg, Fußball zu spielen mit Freunden, der Grandplatz, so das ist tatsächlich für mich schon ein starkes Heimatgefühl. Es gibt einen interessanten Text aus dem Juni 2018, der ist überschrieben mit Warum Heimat so wichtig für uns ist. Und da geht es wenig um Deutschtümeln. Und der letzte Satz ist, die Botschaft, auf wen man sich verlassen kann, der gehört zur Heimat, wo auch immer er herkommt. Fand ich ganz interessant, das ist ja im Prinzip ein Plädoyer für die multikulturelle Gesellschaft, oder was ist das?
Ich würde es jetzt nicht so festmachen an dem Wort multikulturell, ja, weil das politisch in so viele Richtungen benutzt und teilweise auch missbraucht worden ist, dass es nicht meine Wortwahl. Aber grundsätzlich glaube ich tatsächlich, dass zu diesem Land gehört, auf wen man sich verlassen kann, egal auch ob hier geboren oder nicht hier geboren. Ich sehe das, oder deutscher Pass, deutscher Staatsbürger oder nicht deutscher Staatsbürger. Ich sehe da durchaus Unterschiede, ob man Staatsbürger ist von einem Land oder nicht. Aber ob man sich auf einen Menschen verlassen kann, da geht es ja erstens um das persönliche Miteinander, aber da geht es natürlich auch um Werte, um unser Grundgesetz. Ja. Und am Ende, wenn man sich auf jemanden verlassen kann, was sehr basale Werte angeht und was ein gutes, weiß ich, nachbarschaftliches Verhältnis zum Beispiel bedeutet, dann gehören die für mich zwingend zu einem Land, zu welchem Land dann auch immer. Zu welchem denn? Also ich meine, das gilt, was ich damit meine, ist, das gilt in Deutschland, das gilt aber auch in den USA. In den USA hat es eine Zeit lang stärker und besser und bindender funktioniert. Ich glaube, damit... Habe ich das jetzt verstanden für ein Plädoyer für ein neues Einwanderungsrecht, oder? Ich habe kein Verständnis dafür, dass wir kein Einwanderungsrecht haben. Ich habe dafür kein Verständnis. Ist mir unbegreiflich, wie man das im Prinzip seit Jahrzehnten vernachlässigen kann und wieso es für einen Ingenieur, 23-jährigen Ingenieur in Alger, der sagt, ich möchte gern zu VW, am Ende nur den Weg Schlauchboot gibt. Was für ein Weg? Den Weg Schlauchboot gibt, um nach Deutschland zu kommen. Und da... ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann Ingenieur bei VW wird, nach dem Weg relativ gering. Ich habe dafür kein Verständnis. Ich halte das für eine fundamentale Fehlsteuerung, besonders bei der Union über Jahre, die sich natürlich versucht hat abzugrenzen gegen sehr radikale Entwürfe von Einwanderungsgesetz. Aber dass Deutschland, das haben wir in der Flüchtlingskrise ganz massiv gemerkt, für viele Menschen, und man kann ganz lange über unser Sozialsystem reden und Einwanderung in die Sozialsysteme, und das gibt es. Aber was wir in der Flüchtlingskrise vor allem gemerkt haben, ist, dass Deutschland ein Sehnsuchtsort für Menschen geworden ist. Ja? Dass Menschen von Österreich nach Deutschland gegangen sind, und in Österreich sind die Sozialsysteme ähnlich gut, weil sie ich glaube, mit Amerika in der Zeit der großen Einwanderungswellen sehr vergleichbares Gefühl hatten, dass zumindest ihre Kinder da alles werden können. Ich glaube, dass wir an dem Punkt politisch wahnsinnig viel falsch gemacht haben und tatsächlich zwei Probleme haben. Erstens, als Kriegsflüchtlinge viele Leute aufgenommen haben, die es nicht sind. Und zweitens, den Menschen, die aus wirtschaftlichen Gründen zu uns kommen wollten, was man ja auch gut verstehen kann, nicht die Möglichkeit gegeben haben, einen legalen Weg zu wählen und sie damit tatsächlich in den illegalen und aufblühenden Weg nahezu genötigt haben. Das heißt nicht, dass ich glaube, dass man jeden, der in Deutschland leben und arbeiten will, sofort aufnehmen sollte. Ja, aber es muss natürlich diesen Weg geben. Und wenn wir sagen, wir brauchen den Weg nach Deutschland, den legalen, und ihn nicht schaffen, und gleichzeitig sagen, wir müssen Fluchtursachen vor Ort bekämpfen und es nicht tun, dann ist völlig klar, was passieren wird, nämlich, dass diese Menschen einen illegalen Weg wählen werden. Ich glaube, wir können jetzt hier nicht weiterreden, ohne einen kurzen Schlenker zu einer kleinen publizistischen Phase der Bild zu machen, nämlich der Refugee-Welcome-Kampagne, um dann heute wieder ins Heute zu kommen. Ich kann vielleicht einen kurzen persönlichen Satz dazu sagen. Ich selbst war in Keleti, Budapest, in diesen Tagen im August 2015, habe also gesehen, wie die Zustände dort waren, war dann auch bei den ersten Flüchtlingen, die da über die Grenze nach Österreich kamen, habe das relativ genau verfolgt. Und das war ja eine Zeit, wo wir in Deutschland, wo viele in München dann, sage ich mal, mit Blumen gewunken haben und es diese große Willkommensstimmung gab. Und interessanterweise war es so, dass die Bild da auch drauf eingestiegen ist. Es gab also plötzlich eine Refugee-Welcome-Kampagne, damals noch unter Diekmann. Es gab, wenn ich das richtig erinnere, sogar eine Kooperation mit der Bundesliga, korrigier mich, also alle Fußballvereine in der Bundesliga. St. Pauli war ein bisschen zurückhaltend. St. Pauli wollte ich jetzt noch erwähnen.
Ganz interessanter Aspekt. Also alle Fußballvereine in der Bundesliga sollten so ein Refugee Welcome-Bild, Logo auf ihrem Trikot tragen. Und St. Pauli hat gesagt, fickt euch, wir sind schon immer für Flüchtlinge, wir brauchen jetzt nicht das Bild-Logo auf unserem Trikot. Und dann habt ihr euch St. Pauli vorgenommen und St. Pauli fertig gemacht, weil sie sich nicht eurer Kampagne oder Diekmanns also Kampagne... das nehme ich von dir weg, aber Kai Diekmann, egal. Darum geht es jetzt nicht. Ja? Mir geht es eigentlich um einen anderen Punkt. Mir geht es um den Punkt, dass es den Moment von einer gesellschaftlichen Öffnung in der Bild gab und um den Punkt, dass es sozusagen plötzlich Zwischentöne im Boulevard, in der Boulevardzeitung Deutschland zugelassen wurden und dass sozusagen etwas auf dem Spiel stand, dass diese Gesellschaft irgendwie neu verhandelt wurde und man hatte fast den Eindruck, sogar bei euch. Ja? Und dann, um das jetzt auch holzschnittartig zu zeigen, also ist Diekmann abmarschiert, du bist Hannes Koch losgeworden, soweit so gut. Und diese Neupositionierung, die ihr jetzt vornehmt, also rechts von uns ist nur noch die Wand, auch um das vorweg zu sagen, im Prinzip klarer Kurs Anti-AfD, jedenfalls sozusagen ist das das, was du sagst, was ihr sagt. Ihr wollt also die AfD im Prinzip sozusagen rauskriegen, indem ihr für eine CDU, für ein Deutschland, für einen Konservatismus steht, der neben euch nichts Rechtes mehr freilässt. Soweit, so gut. Jetzt mal ganz doof. Ist das eigentlich eher publizistisch getrieben, weil es sich besser verkauft, oder ist es eine politische Haltung? Was ist der Aspekt Strategie? Vielleicht kannst du uns das mal erklären. Also für mich ist es, erstens ist das sehr holzschnittartig, weil, ich fange mal anders an. Eine der treibenden Kräfte für diesen Kurs, Menschen Zuflucht zu bieten in Deutschland, war ich nach meiner Erfahrung 3 Jahre in Syrien. Und ich habe 3 Jahre... Jetzt nur kurz, der treibenden Kräfte in der Bild in der oder Bildredaktion. In Deutschland? Nein, in der Bildredaktion. Ja. In Deutschland, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen. Aber in der Bildredaktion war das so. Und ich habe 3 Jahre lang gesagt, wenn wir in Syrien nicht helfen, was intervenieren geheißen hätte, dann werden wir 2 große Trends erleben, Radikalisierung und Flucht. Genauso ist es gekommen. Ich fand es herzzerreißend, das zu sehen. Ich habe immer gesagt, wenn die Frage, ist mein Kind sicherer in der eigenen Schule, wo die Fassbomben drauf fallen, oder in diesem verdammten Boot, was von der Türkei nach Griechenland fährt, wenn die Menschen die Frage mit in dem Boot beantworten, dann werden sie kommen. Und ich werde, keine Neupositionierung. Hast du eigentlich Kinder? Bitte? Hast du selber Kinder? Rede ich öffentlich nicht drüber. Es war keine Neupositionierung, sondern dieses sehr klare Wertebild hat es aus meiner Sicht bei Springer immer gegeben. Und dass wir diesen Menschen, die vor allem vor Assad, später bei Lisa vor ISIS, vor allem vor Assad fliehen, dass wir diesen Menschen Zuflucht gewähren müssen, stand für mich absolut außer Frage. Ja, da gab es für mich keine 2 Meinungen und ich habe es sozusagen noch, um sozusagen wieder etwas Schärfe reinzubringen, ich habe immer gesagt, wir kriegen die Flüchtlingskrise, die wir uns verdient haben. Ja, weil wir zu allem, was wir an Werten haben, zu allem, was nie wieder, einfach nicht gestanden haben. So, und jetzt werden wir diesen Menschen helfen müssen. Und zum Thema deutsche Bahnhöfe, das ist auch was mich bis heute stört und nach meinem Empfinden viele Deutsche stört, dass wir da so einen abfälligen Ton Kuschelbär werfen und ne, so weiter und dass wir selbst Willkommenskultur inzwischen in etwas abfälliger Weise sagen, weil ich glaube, die Leute sind erstens sehr stolz darauf, alles, was geschafft wurde, wurde in den Kommunen durch ehrenamtliches Engagement geschafft, ja, also das waren immer normale Menschen, die geholfen haben. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass unsere Bahnhöfe 70 Jahre lang für Deportationen und den Weg in den sicheren Tod standen. Das waren deutsche Bahnhöfe. Und da hat ein historischer Wandel stattgefunden. Diese Bahnhöfe sind zu Zufluchtsorten geworden. Der Preis, den wir im Moment politisch dafür zahlen, Aufstieg der AfD und so weiter und so fort, ist extrem hoch. Ja, aber diesen Wandel hat es gegeben. Und vielleicht Man könnte gerade denken, hier spricht ein Tatzler, ja? Nein, jetzt kommt ja der entscheidende Punkt, weil es natürlich, ganz sicher nicht, weil wir beim Thema... Weil wir beim Thema zum Beispiel Abschiebungen, ja, Durchsetzung von Recht und Gesetz, Einforderung von gewissen auch eher kulturellen Werten oder Werten, die ins Religiöse hineinspielen, sind wir sehr klar und sehr hart und teilweise auch sehr scharf. Warum? Weil
ich bin, ich glaube, also wenn es gegen was ich geht, bin einer, im Religiösen. Bitte? Wo seid ihr am schärfsten im Religiösen? Naja, also ich sage bei Werten, die ins Religiöse hineinspielen. Ja, also zum Beispiel bei der Thema Burka-Verbot. Ja, also, sage ich ganz klar, wir brauchen ein Burka-Verbot, weil es für mich, nach meiner Erfahrung, nach so und so vielen Jahren in Afghanistan, ein Missbrauchsinstrument ist. Ja, und wenn mir dann jemand sagt, naja, aber das gibt es ja nur 4 Mal in Deutschland, das ist so, als würde man sagen, aber es werden ja nur 4 Frauen in Deutschland missbraucht und deswegen müssen wir das nicht gesetzlich regulieren. So, darauf will ich aber gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, das war eine historische Großleistung, Menschen aus einem Kriegsgebiet Zuflucht zu gewähren, genau wie in Jugoslawien damals. Ich möchte, dass wir dazu weiter in der Lage sind. Nach all den politischen Fehlsteuerungen, die wir in dieser Zeit erlebt haben, ja, nach der Unfähigkeit abzuschieben, wenn jemand nicht das Recht hat, nach rechtsstaatlichen Regeln in Deutschland zu sein, nach den leider Straftaten, die wir erlebt haben von Menschen, die kein Recht, seit Jahren kein Recht mehr hatten, hier zu leben, sehe ich diese Großzügigkeit und diese Selbstverständlichkeit massiv gefährdet. Ja, und wie gesagt, ich war einer von denen, die sich dafür eingesetzt haben und dass es politisch teilweise fehlgesteuert in diese Richtung gegangen ist, schmerzt mich. Und als ich mich dafür eingesetzt habe, habe ich, das kann ich auch ganz klar sagen, nie Tunesien gemeint und ich habe nie Marokko gemeint. Ich verstehe diese Leute, ich finde, sie brauchten einen legalen Weg nach Deutschland, aber natürlich haben wir nicht Tunesien, Marokko. Aus meiner Sicht kann man selbst über Afghanistan da reden. Ja, ich kenne beide Länder, Afghanistan und Syrien waren zwei sehr unterschiedliche Dinge. Ich habe über Kriegsflüchtlinge gesprochen und nicht über Wirtschaftsflüchtlinge. Und was wir im Moment zerstören, ist die deutsche Bereitschaft und Selbstverständlichkeit und Großzügigkeit, bei der nächsten solchen Situation zu helfen. Und das halte ich für eine verheerende politische Fehlsteuerung, über die ich persönlich extrem wütend bin, weil damit eine historische Leistung und Errungenschaft zwangsläufig, leider von den Falschen, umgedeutet wird in romantisches Kuscheltierwerfen. Und das finde ich persönlich schrecklich. Können vielleicht gleich nochmal über auch Stichwort Kriegsflüchtlinge, Wirtschaftsflüchtlinge reden und auch nochmal über die Frage, die ich gerade gestellt hatte, politisch oder publizistisch, der Schwenk. Aber nochmal eine ganz kurze Frage, weil du jetzt über dein Engagement gesprochen hast, auch dieser Willkommenskultur. Ist das eigentlich richtig? Ich sag mal kurz, ich habe eine Anekdote im Kopf, von die ich oft gehört habe, da wollte ich mal fragen, ob das eigentlich stimmt. Also es war ja so, Kai Diekmann saß irgendwie, ich weiß nicht, in Bodrum, Griechenland oder... Ein Bierchen noch oder was? Flaschenöffner reicht. Und hatte also auch so eine Fluchtsituation gesehen und dann war es ja so, dass Kai Diekmann zurückgekommen ist in die Redaktion. Ich glaube, ihr wart schon alle auch sehr persönlich angefasst. Kai Diekmann hat in seinem im Gartenhaus in Potsdam auch einen Mann mit Kindern aufgenommen, dessen Frau auf dem Schlauchboot oder im Meer ums Leben gekommen war. Und dann gab es so eine kurze Zeit, wo auch einfach persönlich in der Bild, in der Chefredaktion der Bild, es diesen Solidaritätsmoment gibt, so nach dem Motto, jetzt nehmen wir, jetzt helfen wir alle ein. Das war keine kurze Zeit, das war ein Jahr. Lange Zeit. Und du hattest ja gute Kontakte zu syrischen Flüchtlingen, die jetzt auch in Italien, ich glaube in Mailand am Bahnhof und wo auch überall waren. Und da habe ich gehört, dass du eigentlich auch als Fluchthelfer tätig warst. Also, dass du im Prinzip diese Leute auch konkret dafür gesorgt hast, dass die nach Deutschland kommen. Nein. Und ich glaube, das stimmt, also, was ich da gehört habe. Als Fluchthelfer war ich nach meiner persönlichen Definition nicht tätig. Aber es stimmt tatsächlich, dass ich mit all den Kontakten, die ich in diesem Krieg aufgebaut habe, auch von Menschen, die vorher geflüchtet waren, auch übrigens von Menschen, denen ich geholfen habe, Visa in Deutschland zu bekommen. Das wäre nach deiner persönlichen Hilfe jetzt noch nicht die Schwelle. Jemandem dabei zu helfen, ein Visum zu bekommen, ist nach meiner, also das ist halt Hilfe aus welchen Motiven auch immer. Okay. Freundschaft, Berechnung, kann jeder für sich selber entscheiden. Aber das ist jetzt definitiv keine Fluchthilfe. Und natürlich sind das große Familienverbände und natürlich kannten die sich unter. Und als Kai gesagt hat, er will helfen, habe ich mit Leuten gesprochen und gesagt, da ist jemand, der hat Platz. Und kennt ihr jemanden, der da vielleicht hin will? So. Die waren aber schon ich in Deutschland. Ich will das nur noch mal fürs Protokoll festhalten. Einfach nur, damit wir das auch historisch früher oder später auf die eine oder andere Weise würdigen können, dass du da als Fluchthelfer tätig warst. Also, es gibt eine Geschichte, auf die ich sehr stolz bin. Ich wünschte, er wäre heute Abend hier. Die habe ich aber auch schon mal erzählt. Wir haben einen syrischen Volontär, der ist jetzt bald fertig, der tatsächlich von Deresur zu Fuß nach Österreich gegangen ist, mit kurzer Überbrückung des Wassers. Und der kannte wiederum einen anderen Kollegen oder eine andere Kollegin. Und da habe ich tatsächlich bei der Frage,
wie kommt der von Österreich nach Deutschland, weil ich wusste, dass der bei uns volontieren will oder einer anderen großen deutschen Medienorganisation und dass er uns journalistisch über Jahre geholfen hat. Und ich finde, da haben wir eine Verantwortung. Wenn jemand als Journalist arbeitet und jeden Tag sein Leben riskiert, um für uns herauszufinden, was, wo passiert, wo ist ISIS, wo ist Assad, was passiert, dann können wir nicht einfach sagen, adios. Ja, dass ich tatsächlich dabei meine Gedanken geteilt habe, mit welchem, auf welchem Weg ich von Österreich nach Deutschland fahren würde. Das stimmt. Und wir sind sehr stolz auf ihn, dass er da ist. Und er ist jetzt in diesem Jahr fertig mit seinem Volontariat. Er spricht fließend Deutsch, schreibt besser Deutsch als so mancher anderer Kollege. Damit meine ich nicht bei uns, sondern in unserer gesamten Branche. Ich habe das als Verpflichtung empfunden, jemand, der sein Leben für uns riskiert hat, mit Rat da zur Seite zu stehen. Ja. Herzlich willkommen beim Nachbarschaftsgespräch. Der Taz trifft Bild, Kaul trifft Reichelt. Wir waren das jetzt für die es später zugeschaltet haben? Ja, oder? Es ist nochmal, um so kurz uns gegenseitig zu vergewissern, wo wir gerade sind. Wir sind also in dieser einfühlsamen Situation und wir zeichnen gerade mit einem spitzen Bleistift scharf nach, die kleinen Konturen, auch die unterschiedlichen Aspekte. Aber wir dürfen nicht vergessen, zwischendurch nochmal den groben Strich zu ziehen. Und die Frage war, warum bringst du die Bild auf so deutliche Weise mit auch klaren, sozusagen kampagnenartigen Journalismus auf den Rechtskurs, der da heißt, rechts von mir ist nur noch die Wand. Und ich glaube, darüber, dass das so ist, brauchen wir jetzt nicht streiten, sondern es ist eine publizistische Entscheidung, die kann jeder beobachten, es ist so, so läuft das. Und dafür gibt es ja Gründe. Und jetzt würde ich gerne wissen, sind das politische oder sind das publizistische Gründe? Macht sich das überhaupt bemerkbar in Zahlen? Verkauft ihr besser, verkauft ihr schlechter? Wie ist das? Das kann man auch als Journalist ganz offen sagen. Ich glaube, das ist das richtige Programm für unser Publikum. Ja, so. Das ist einfach so. Ich glaube, dass die Taz auch das macht, was sie für das richtige Programm für ihr Publikum hält. Und ich glaube übrigens, dass links von euch in einem gewissen Spektrum auch nur noch die Wand kommt. Im demokratischen Spektrum, ja. Ja. Man muss dazu sagen, er hat gesagt, dass im demokratischen Spektrum nur noch die Wand kommt und man muss dazu sagen, dass, wenn ich das sagen darf, dass Julian Reichelt mich vor der Veranstaltung gefragt hat, wie viele alte RAF-Mitglieder heute hier sind, aber das klären wir dann später. Also da ist auch das Bild vielleicht. Ich hatte mal einen herrlichen Abend mit Astrid Preuß, es war wirklich legendär, falls sie da ist, wir haben es lange nicht mehr gesehen. Ich habe dazu zwei, also ja, ich halte das publizistisch für den richtigen Kurs, logischerweise. So, komme ich mal zu dem, was vermutlich interessanter ist für unser Publikum, zu den politischen Aspekten. Entschuldigung, ganz kurz, gleich zu den politischen Aspekten, einfach nur wirklich ganz doofe Frage. Macht sich das in Zahlen bemerkbar? Wird die Bild mehr gekauft, wenn ihr sozusagen klarer, härter, ist rechter ganz, seid? Ist ganz schwer zu sagen, weil wir uns ja als Printmedium, genau wie die meisten Printmedien, auf einer strukturellen Abwärtslinie befinden, ja? Auf der es keine wirklichen Auflagen, Ausschläge mehr gibt. So, und deswegen da zu sagen, das ist jetzt richtig, das ist falsch. So, Bild stabilisiert sich im Moment an einem Auflagenpunkt, der nicht schön ist, aber mit dem ich leben kann. Aber ob das jetzt was damit zu tun hat, vielleicht ist auch unsere Bayern-München-Berichterstattung besser geworden oder die Bundesliga ist spannend wie nie, das lässt sich halt nicht wirklich ableiten. Ja, ihr habt doch einen Rücklauf, ableiten. Entschuldigung, aber es gibt doch einen klaren statistischen Rücklauf, welche Titelseiten werden besser verkauft, wenn wir auf Özil gehen, wenn wir auf Samir gehen. Rente und Helene Fischer. Ja. Helene Fischer hat immerhin einen Migrationshintergrund. Welchen? Ich glaube, ist sie nicht Russlanddeutsche oder so? Sie jetzt schon wissen, wenn es behauptet. Ja, ich weiß nicht genau welchen. Ich erinnere nur, das ist irgendwie Sibirien oder. Also ich meine Russlanddeutsche. Okay, das aber stellen wir mal wunderbar. Unter Vorbehalt hier. Der Faktenchecker kommt nachher und wird uns das mitteilen. So, jetzt zu den. Was? Sehr gut. Ja. Dankeschön. Jetzt einmal zu den politischen Aspekten. Ich glaube, es gibt einen Satz, an den ich sehr glaube. Wir dürfen die richtigen Themen nicht den falschen Leuten überlassen. Ja, und es gibt höchst legitime Themen und dazu gehört natürlich Zuwanderung und was dadurch sich in unserem Land ändert. Und natürlich ändern sich Dinge in unserem Land, wenn über 1 Million Menschen zu uns kommen. Es ist absolut verheerend, dieses Thema sowohl in der Politik als auch in den Medien dem Rechten ranzuüberlassen. Ehrlich gestanden, wenn ich mir die nationalistisch
Trennung, sozialistische Bewegung von Sarah Wagenknecht, die hier zum Glück das Zeitliche gesegnet hat, anschaue, passiert das auch am linken Rand. Ja, so. Und ich glaube tatsächlich, es ist wichtig... Das ist jetzt ein Argument für eine nationalistische Bewegung am rechten Rand oder gegen eine? Nee, das hat damit nichts zu tun. Ich wollte damit nur sagen, dass es diese sehr nationalistisch geprägten Bewegungen nicht nur am rechten Rand gibt, sondern durchaus auch am linken Rand. Und ich glaube, dass große Massenthemen in das demokratische Spektrum hineingehören. Und dazu zähle ich durchaus die Taz und dazu zähle ich Bild. Und da kann man bei ganz vielen Sachen unterschiedlicher Meinung sein. Aber es ist deutlich besser, als wenn diese Themen in Kompakt verhandelt werden oder was auch immer links von euch noch erscheint. So, anscheinend? Erscheint. Ach so, erscheint. So, das ist das eine. Und zu diesem Thema rechts nur die Wand, und das meine ich jetzt ausdrücklich nicht inhaltlich. Aber ich glaube, dass wir da an Franz Josef Strauß, und das ist für mich tatsächlich etwas, womit ich mich interessant, den hatte ich schon auf dem Zettel, den wollte ich gleich noch nennen. Franz Josef Strauß hat gesagt, rechts von der CSU darf im demokratischen Spektrum nichts kommen. Ja, und was passiert, wenn die CSU diese Flanke aufmacht, das erleben wir ja gerade auf schreckliche Weise. Ich finde, im Moment macht sie wieder ganz gut zu, aber es ist nicht an mir, das zu beurteilen, aber das gilt für mich publizistisch auch. Ja, es gibt Menschen mit Ansichten, die rechtskonservativ sind und die, als Hamburger habe ich das zum Beispiel mit Schill erlebt, innere Sicherheit ist ein großes Thema, ist übrigens auch ein großes linkes Thema, die Gefahr laufen, von radikalen Bewegungen aufgegriffen zu werden. Und ich glaube, sie gehören halt da, wo wir uns auf demokratische, dahin, wo wir uns auf demokratische Prinzipien eisenhart einigen können. Ja, und ich habe auch viel darüber nachgelesen, wie Franz Josef Strauß mit den Republikanern umgegangen ist. Ja, weil es ja immer dieses Thema gibt, was machen wir denn jetzt mit der AfD? Sind die eine normale Partei? Sind die jetzt die größte Oppositionspartei? Meine Antwort darauf ist ganz klar, wenn jemand den, ich kann es mir immer nicht merken, ob es Fliegen oder Vogelschiss war, eins von beiden, auf jeden Fall ein sehr kleiner Schiss. Wenn jemand die Nazi-Zeit als Fliegen- oder Vogelschiss der Geschichte bezeichnet, ist das eine so enorme Relativierung, dass sie ganz, ganz so nah an Leugnung ist, wie man in unserem Rechtsstaat vermutlich irgendwie sein darf. Und eine Partei, wo das an der Spitze geschieht, ist für mich keine normale Partei. Ganz klar. Und wenn ich mir Strauß angucke, wie das bei den Republikanern erspürt hat und damit umgegangen ist, der hat nicht gesagt, ja, Mai, jetzt müssen sie halt irgendwie mit denen reden, sondern er hat gesagt, keiner von uns geht mit denen in den Talk, keiner geht mit denen in ein Bierzelt, keiner tritt mit denen öffentlich auf. Wir ächten diese Leute. Ja, und Ächtung ist für Medien jetzt ein großes Wort. Ächtung ist auch nicht unsere Aufgabe, aber die totale Normalität, in die viele verfallen, ist eine Talkshow, sitzt halt jemand da, der sagt, das Dritte Reich werden fliegen oder Vogelschiss der Geschichte. Ich glaube, da haben wir einen Fehler gemacht. Und da ist meine Linie sehr, sehr, sehr hart. Und mein Bestreben ist, dass bevor irgendjemand Gefahr läuft, kompakt oder meinetwegen auch die junge Freiheit, die das leider sehr geschickt im Moment anstellt. Ja, bevor irgendjemand dahin abwandert, binden wir ihn bei Bild. Also, ja, bitte lassen Sie sich nicht abhalten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir kommen ja gleich noch miteinander ins Gespräch, denn darüber gibt es logischerweise unterschiedliche Positionen. Ich sag mal, ich sag jetzt mal was Gefährliches. Da können wir es uns als Taz natürlich auch leicht machen, indem wir sagen, wir haben sowieso nur mit sozusagen dem liberalen Spektrum zu tun. Wir brauchen diese Position gar nicht abzubilden. In diesem Sinne kann ich Ihnen ja erstmal ein Lob oder dir ein Lob aussprechen. Ach, danke, dass ihr euch darum kümmert, dass die Leute nicht zur AfD gehen. Ich glaube ehrlich gestanden, wenn ich da einmal kurz unterbrechen darf, dass du es dir da und ihr es euch da im Moment ein bisschen zu leicht macht. Da muss ich nicht gesagt. Nein, aber dieses, ihr kümmert euch darum, dass Menschen sich nicht radikalisieren und wir schauen halt interessiert zu, das ist zu leicht. Und ich sehe, das ist meine Wahrnehmung, ich habe neulich was über meinen lieben Kollegen Ulf Poschert gelesen, ja, der in einem Taz-Artikel, und ich glaube, das, wo sich Bild und Taz sind zwei Pole im politischen Spektrum, aber wir wissen, wo die Grenzen sind. Ja, und als es, und da ging es, da sehe ich tatsächlich einen neuen, in dem Fall Ökoradikalismus aufsteigen, wo in der Taz Ulf Poschert quasi, da stand nennen wir ihn Ulf und es war sehr klar, wer gemeint ist, dafür verantwortlich gemacht wurde für die Raser auf dem Kudamm und gleichgesetzt wurde mit jemandem, der gerade wegen Mordes verurteilt worden war und als Schwein bezeichnet worden ist. Ja, in einer, und das ist aus meiner, also
Das ist aus meiner Sicht eine Grenze. Mein Rat ist da nur, sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, wie schön die bei Bild binden, die Leute, die da so ein bisschen am rechten Spektrum sind und wir leben in unserer liberalen Operettenwelt, sondern da habt ihr genau seine Aufgabe. Das hier keine, weil der Satz war ja gerade noch nicht zu Ende. Ich würde nur war sehr lang. Das bin ich nicht gewöhnt bei uns. Weißt du, bei uns ist das so, wir schreiben sehr viele Nebensätze und wir diskutieren auch alles aus und deswegen rede ich auch immer viel länger als du, Entschuldigung, das ist einfach eine unterschiedliche Art von Betriebskultur. Dafür darf bei uns auch jeder mitsprechen, also dafür kann man auch mal Applaus geben. Aber ist doch nicht. Danke. Ich wollte nur den Deal vorschlagen, dass wir, das können wir machen, aber dass wir uns jetzt hier nicht gegenseitig, was macht ihr, was macht die Taz? Nein. Ich glaube, da hätte ich auch noch ein paar Sachen, die man rausholen kann. Absolut, da können wir beide das lassen wir Mitternacht bestreiten. Aber der Punkt, ich meinte das gerade erstmal ernst. Also das heißt, man kann ja, also wenn ich jetzt also annehme, sozusagen aus dem demokratischen Gestus heraus besetze ich die Position, um sozusagen diese grundsätzlich fremdenfeindliche Stimmung an ein demokratisches Spektrum zu binden. Das ist es ja, was du sagst. Dann kann man natürlich trotzdem fragen, und da müssen wir uns als Taz auch nicht verstecken, und das sage ich auch sehr laut. Die Taz hat eine Tradition des Antifaschismus, die Taz steht an der Seite von antifaschistischen Initiativen, so wie ihr euch zu Israel sozusagen, so wie ihr bestimmte ideologische oder geschichtlich-historische Positionen habt, so haben wir die auch, und da müssen wir uns vor niemandem um gar nichts und nichts verstecken, weil das völlig klare Werte sind und ohne, auch das sage ich hier mal sozusagen on behalf of Taz, ohne antifaschistische Recherche und Aktion wären viele Dinge auch nicht bekannt, die bekannt sind. Aber, absolut, ganz tolle Recherche neulich zu unseren Sicherheits, zu wirklich höchst alarmierenden. Nein, da gibt es tolle Recherchen und das ist ja das, was unsere. Also es gibt halt gute Recherchen auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Einigen wir uns erstmal darauf. Aber mein Satz war tatsächlich noch nicht zu Ende. Der andere Punkt ist natürlich, und da auch einfach dazu nochmal eine Antwort, ne? Wird sozusagen das Rassismus, den Begriff lasse ich mal weg, aber wird das Ressentiment dadurch besser, dass andere es aussprechen? Naja, die Frage ist ja. Also erstmal ist die Frage, Ressentiment ist jetzt hier abstrakt und nicht sehr konkret. Und dann ist deswegen stellt sich erstens die Frage, ist es ein Ressentiment? Und ich komme gleich zum umstrittensten Beispiel, ich nehme extra das umstrittenste Beispiel, was es gibt gleich. Und zweitens, was kann man damit machen? Ja? So, und jetzt nehmen wir mal das Thema Moscheenbau, ja? Damit es wirklich kontrovers wird. Ich finde tatsächlich, dass es, oder anders, angenommen, wir haben einen Wähler, dessen ganz großes Thema ist Moscheenbau in Deutschland. Und der will das nicht. Ja? Dann hat er im Moment eine Anlaufstation. Und die lautet AfD. Es gibt, wenn man sich mit dieser Thematik Moscheenbau in Deutschland beschäftigt, tatsächlich gute Gründe zu sagen, Moscheenbau, wie er im Moment stattfindet, die Finanzierung, die da im Moment am Werk ist, so wollen wir das nicht. Ja, wir wollen nicht, dass nahezu alle Moscheen, die neu gebaut werden, aus dem Iran, aus Saudi-Arabien, wo sie unsere Kollegen zerstückeln, im Iran, wo sie Homosexuelle aufhängen, oder aus der Türkei, wo sie Deniz Yücel einsperren, dass diese Bauten von dort finanziert werden. Ich finde, das ist ein legitimer Punkt. Und man kann durchaus sagen, ich versuche aus den kurzen Sätzen zu sagen, und ich finde, man kann durchaus sagen, lasst uns auf ein Gesetz hinarbeiten, was ähnlich ist wie Kirchensteuer, dass es aus den Gemeinden in Deutschland finanziert wird. Da sind wir deutlich besser aufgehoben. Das kann man doch im normalen politischen Spektrum sagen und man kann durchaus Zweifel an iranischen Kulturzentren, die von diesem Regime finanziert sind und saudischen Kultur, man kann daran doch Zweifel hegen. Nur wenn wir diese Themen nicht besetzen, dann wird der Spin sein, wir wollen keine Moslems. Und ich glaube, dass man dieses Thema nicht den Leuten mit diesem Spin überlassen sollte, sondern sagen sollte, pass auf, es gibt, du hast, nur weil du ein schlechtes Gefühl beim Moscheenbau hast, bist du noch kein Rassist, ja, und wir holen dich ab, als welche Partei auch immer oder welche Zeitung auch immer. Aber im Moment machen wir den Fehler, genau diese super emotionalen Themen, und da könnte ich noch 20 weitere nennen, Leuten zu überlassen, die es am Ende de facto auf Fremdenhass reduzieren. Und das ist aus meiner Sicht ein gesellschaftlicher Fehler, weil ich mit einem legitimen Thema
einen schleichenden Weg in den Fremdenhass gehe. Und das ist nicht der Fehler der AfD, sondern das ist der Erfolg der AfD. Das ist unser Fehler als Gesellschaft. Es ist aber, wenn ich dich richtig verstehe, auch ein instrumenteller Ansatz, den ihr dann da wählt. Ja? Also wenn du es dir anguckst vom Wähler aus, lass uns den Wähler nehmen, er hat im Moment keine Stimme, wir geben ihm die Stimme. Also das enttäuscht mich fast, diese Art von Beliebigkeit, oder? Aber wo ist das Beliebigkeit? Zu sagen, also ich finde, das ist, da sehe ich übrigens auch Überschneidung zwischen Taz und Bild. Überschneidung in Herangehensweise. Wir sehen beide eine gewisse Basis, ja, und wir schreiben dieser Basis gewisse Attribute zu. Und Leserbasis, die ich sehe, hat als eines der großen Attribute im Moment eine empfundene, ob das so ist oder nicht, können wir darüber diskutieren, aber eine empfundene Machtlosigkeit und das Gefühl, die in Berlin wissen doch gar nicht, was bei uns passiert. Die in Berlin hören uns auch nicht, wenn wir was sagen. Und da ist mein Anspruch, dass sie am Ende sagen, aber zum Glück gibt es Bild. Statt zu sagen, so und jetzt, wo ist der nächste Stein, den ich auf irgendwas werfe? Danke. Nichts gegen Steine, die man auf irgendwas wirft. Aber doch, ganz ist, massiv. Wir bei Bild sind Gegensteinewerfer. Das war jetzt auch eher so eine Art. Ich weiß, das ist einer der großen Streitpunkte zwischen uns. Das war jetzt eher so eine atmosphärische Anekdote. Ich möchte gerne noch zwei Fragen mit dir besprechen und dann würde ich gerne das Mikrofon auch ins Publikum geben. Die erste Frage, die ich habe, ist, bevor wir dann zu Europa kommen, ist, wie funktioniert dieses Fieberthermometer? Du hast gesagt, die Menschen da draußen, jenseits von Berlin, also. Wie geht das? Wer ist der Mensch da draußen? Wie kommt ihr an das Gefühl dieses Menschen da draußen? Also erstens, glaube ich, ist es falsch zu glauben und ein Weg, der in die Irre führt, würde sagen, es gibt den Menschen da draußen. Ja, das ist für Journalismus verheerend. Nach dem Menschen suche ich nicht. Manchmal fragen mich die Leute, wer ist für dich der Bildleser? Ja, wir sind tatsächlich ziemlich deckungsgleich mit dem demografischen Schnitt in Deutschland. Deswegen den Bildleser gibt es für mich einfach nicht. Was ich aber glaube ist, dass es Stimmungen gibt, die Schichten und Milieus überbrücken, ja, und massenhaft vorhanden sind. Erstens glaube ich, dass sozusagen meine Reporterherkunft, dass ich sehr viel Zeit mit in Anführungsstrichen normalen Menschen verbracht habe, mir ein ganz gutes Sensorium dafür gibt, solche Sachen aufzunehmen. Wann das denn, wenn ihr immer nur im Springer-Hochhaus sitzt und hin und her fliegt? Naja, also ich habe ja den Großteil meiner Springer-Karriere habe ich jetzt erstmal nicht im Springer-Hochhaus verbracht, sondern als Reporter in Berlin, als Reporter im ganzen Land und als Reporter in der ganzen Welt. Und das verlässt einen nicht, diese Erfahrung. Ist, glaube ich, meiner Meinung nach übrigens ein Punkt, der wir beim Nachwuchsjournalisten viel mehr befördern müssten, statt dass in jedem Vorstellungsgespräch nach der Haltung gefragt wird, wäre die Frage, welche Geschichte möchten Sie in Ihrer Nachbarschaft machen, deutlich wichtiger. Aber das ist ein Nebenaspekt. So, dann glaube ich tatsächlich, habe ich bei der lieben Kollegin Ulrike Siem, und da sitzt sie, auch schon mal gesagt, bin ich tatsächlich, es ist jetzt nicht besonders glamourös, aber in vielen Sachen wirklich ein Durchschnittsmensch. Ja, also ich mag halt, ich bin halt tatsächlich gern beim Fußball. Ja, ich fühle mich, also ich muss da nicht hingehen, damit ich sage, jetzt bin ich Bildchef, jetzt muss ich auch mal zum Fußball, ich fühle mich da einfach wohl. Wenn man mich nach meinem Musikgeschmack fragt, dann sind das halt die Lieder, die in den Charts sind. Ja, da bin ich so, ich mag tatsächlich, ich trinke das nicht, um bodenständig zu sein, sondern ich mag halt tatsächlich Bier. Ich mag sehr viele Dinge, die Menschen in diesem Land mögen, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass wir ganz aktiv, wir nennen das Leserstammtische, an Orte fahren und mit den Leuten sprechen. Und dass ich das auch ständig mache, ja, um mich eben davor, und ich glaube, so dass wie das... wie hier, aber da bekommen bei euch immer nur 20 Mann, habe ich gesehen. Nee, das kommt drauf an. Also es sind meistens mehr als 20, es sind eher so 40, aber es geht auch mal hoch bis 50, 60, 80. Es sind spannende Orte. Letzte Woche war ich bei der Essener Tafel. Und bei der Essener Tafel, das ist einfach fast, also ich, kurzes Beispiel, Essener Tafel, ja. Woher habe ich meinen... Wo suche ich mein Korrektiv? Essener Tafel, erinnern wir uns alle, ne, diese Entscheidung zum Thema Ausgabe von Karten an
Nicht-Deutsche oder Ausländer. Erinnern sich da alle, weil ja. Essener so. Tafel... Alles Ehrenamtliche haben ihr Leben noch nie aus Berlin gehört, machen das und kriegen von Berlin maximal eins auf die Fresse. Ja, die Justizministerin sagt, die Spaltung der Gesellschaft. Die Kanzlerin sagt, irgendwie im Rausgehen aus dem Interview, das war falsch. So das erste Mal hören all diese Menschen, die da ehrenamtlich arbeiten, was aus Berlin. So, hat sie natürlich nicht besonders gefreut. Jetzt war ich bei denen, das war ziemlich genau ein Jahr danach. Das waren 20 Ehrenamtliche, dann waren nochmal so 20 Bildleser dabei. Und dann haben wir sie mit überwältigender Kraft von nochmal 10 Bildreportern da beschattet. Warte, das muss ich nochmal kurz nachfragen, also waren, also, weil ich glaube dir jedes Wort, also da waren 20 Bildleser und dann waren wahrscheinlich wirklich 10 Bildreporter und dann habt ihr wahrscheinlich über jeden einzelnen von denen ein Porträt gemacht. Interessant. Also, da kommen ja interessante Geschichten. Ja, so, deswegen kommen wir halt mit vielen Leuten, die wir glücklicherweise haben und nehmen diese Geschichten auf. So, von diesen 20 Ehrenamtlichen war so gut wie jeder jahrzehntelanger SPD-Wähler oder gar Mitglied. Da hat keiner gesagt, ich will noch einmal SPD. Ja, weil die aber vorher, muss man dazu sagen, auch extra ausgesucht, die 20. Nein, die haben wir nicht ausgesucht. Das waren die Leute, die bei der Essener Tafel arbeiten. Und das ist Essen Nord, ja, das ist die Hochburg. Aber wenn ich das Thema innere Sicherheit aus dem Auge verliere und stattdessen sehr viele Nischen- und Minderheitenthemen bearbeite und nicht sehe, dass innere Sicherheit kein Recht ist, sondern ein tendenziell eher linkes Thema ist, weil am meisten brauchen halt eher arme Menschen Schutz von der Polizei, dann verliere ich diese Leute. Ja? So, und ich halte das für bitter. Ja, die meisten Menschen hier werden vermuten, dass ich noch nie SPD gewählt habe. Da liegen sie auch ziemlich richtig mit. Aber ich finde es ganz bitter, was mit der SPD gerade passiert, weil wir gerade in NRW sehen, dass die Menschen von rechts nach ganz rechts wandern, ist ein Mythos. Die Leute wandern eben auch leider, wie bei der NRW-Wahl geschehen, von links nach ganz rechts, von der SPD zur AfD. Genau das ist in Essen übrigens auf dramatische Weise passiert. So, und das sind halt so die Sachen, die ich versuche zu machen. Das gibt einem jetzt auch kein vollumfängliches Bild, aber einen ganz guten Eindruck von dem, was in unserem Land eben, wie gesagt, durch verschiedene Milieus und Schichten hindurch los ist. Danke, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir haben noch so, 23 Minuten hier alle miteinander. Wir wollen ganz schön spießig genau für die Taz. Es kommt immer so drauf an, wie, ob sich der Punk noch lohnt. Das entscheiden wir immer erst, wenn es soweit ist. Also da können wir nachher mal gucken, ob sich der Punk noch lohnt. Aber jetzt haben wir erstmal noch, jetzt nur noch 22 Minuten 30. Und ich habe noch eine Frage und es geht nochmal um Europa. Ey, was für ein Europa hättest du denn gerne? Ich hätte gerne ein Europa ohne Grenzen in Europa, mit klar und hart geschützten Grenzen um Europa drumherum, mit einem klaren und sicheren Weg nach Europa hinein, einem legalen Weg, einem freiheitlichen Europa, maximale Freiheitlichkeit in Europa, ein Europa mit deutlich niedriger Jugendarbeitslosigkeit und vor allem ein Europa, in dem wir uns an die Werte, auf die wir uns gemeinsam mal geeinigt haben, halten und diese Werte dann auch härtestmöglich durchsetzen. Und ich sehe jetzt in drei ganz verschiedenen Bereichen, das eine war fiskal, Griechenland, ein Bereich ist ideologisch, Orban und sein, um es mal zurückhaltend auszudrücken, schwieriges Verhältnis zum Thema Antisemitismus und drittens, überragend beim Thema Brexit, dass wir große Schwierigkeiten haben, das, was am Ende jede Gemeinschaft ausmacht, nämlich Regeln, durchzusetzen. Ja, bei Orban haben wir ewig, jetzt ich persönlich, obwohl ich relativ viel Nachricht, ich weiß nicht mehr, wie der Stand ist. Ich glaube, das sind jetzt drei Weise, die werden vermutlich zurückkommen mit dem schönen Satz, wir haben keine Menschenrechtsverstöße gesehen. Ja, wir haben keine Antisemitismus. Worauf beziehst du dich jetzt gerade? Ungarn, Orban. Ja, die werden sagen, wir haben die Leute gefragt auf der Straße, da ist keine Antisemit, dann wird die EU erleichtert sagen, puh, ein Glück, keine Antisemiten, zack, Stempel drauf und, oder nicht die EU, sondern die konservativen Parteien, bleibt drin. Wir haben bei Griechenland Auflösung aller fiskalen Regeln gesehen, was, glaube ich, ein großes politisches Thema für Deutschland wird beim Thema Nullzinspolitik. Und meine bescheidene, ich habe vorhin gesagt, als deine lieben Videokollegen da waren, ich halte mich mit Prognosen eigentlich eher zurück, dass dieser Brexit wirklich so kommt, also ich sehe es noch nicht so wirklich für wahrscheinlicher halte ich, dass die EU am Ende wieder sagt, ja gut, irgendwie so ein Mittelweg. Und das fatale Ergebnis sein wird,
die Briten haben quasi so einen schwebenden Brexit. Ja? Die können nach innen sagen, mit den Idioten in Brüssel haben wir nichts mehr zu tun, genießen aber dieselben Privilegien, die sie im Moment innerhalb der EU haben, weil dass wir die einfach rausschmeißen, ganz ehrlich, ich glaube da keine Sekunde dran. Ja? Und damit lösen wir die EU auf. Ich glaube, die Regeln, auf denen die EU basiert und die Vision ist durch vieles, was in Brüssel passiert, manchmal in den Schatten gestellt. Aber grundsätzlich sind das sehr gute, sehr funktionierende Regeln und vor dem Hintergrund der europäischen Geschichte eine überragend wichtige Vision. Nur, wir müssen halt dann diese Regeln durchsetzen. Und ich glaube, ich habe vorhin, wie gesagt, als deine Taz-Videolab-Kollegen da waren, haben die mich gefragt, was ist denn für dich Europa? Und ich habe gesagt, ein Beispiel für mich für Europa ist die Schlange vom Berghain. Ja? Und das Gefühl, du sitzt in Lissabon rum, es gibt keine gute Party, du steigst in irgendeinen Billigflieger, wobei ich weiß, dass das CO2-mäßig schwierig ist. Du fliegst mit derselben Währung im T-Shirt nach Berlin. Du stehst dann um 3 Uhr morgens in der Schlange mit lauter Kids aus Europa. Ja, und du musst auch nicht darüber reden, dass jetzt alle Europäer sind, sondern es ist die größte Selbstverständlichkeit. Das ist für mich gelebtes Europa und es wäre schön, wenn es mehr davon gäbe. Dass die Politik jetzt immer, gerade wenn sie junge Menschen anspricht, sagt, ja, Europa stellt sicher, dass wir nie wieder aufeinander schießen werden. Ich empfinde das fast als Beleidigung. Ich gehöre jetzt nicht mehr zu dieser ganz jungen Zielgruppe. Ich glaube aber nicht, dass 20-jährige Deutsche und 20-jährige Franzosen noch jemals aufeinander schießen würden. Und deswegen wird auch niemand sagen, wir brauchen Europa, damit wir nicht aufeinander schießen. Ja, da fehlen leider die überzeugenden, in der Politik heißt das immer so schön Narrativ. Ja, aber Narrativ ist ja eigentlich auch ein Propagandabegriff. Die Politik fühlt Europa halt einfach nicht so, wie man etwas fühlen muss, um es vermitteln zu können. Vielen Dank. Wenn wir über das Berghain reden, kommen wir wahrscheinlich schnell zusammen. Ich war übrigens noch nie im Berghain. Bitte? Also ich war auch noch nie im Berghain. Ich habe da totale Fantasien von. Ich glaube, das ist da total geil. Ausleben. Ich rate immer zu ausleben. Ja. Nee, ich bin da eher bei Verdrängung, so wie du, glaube ich. Für mich ist Europa eigentlich eine schöne Realität. Ich habe nur Angst vor einem Szenario und das ist gar nicht so sehr Großbritannien oder Ungarn auch und Polen, was wir da sehen. Es gibt aber ein Szenario, was noch viel näher liegt und wozu du auch was sagen kannst, nicht in Verantwortung, aber weil du dich damit auskennst, und das ist das Szenario Österreich. Ich sage jetzt mal, und das ist dann auch das letzte, ich glaube, das ist nicht falsch zu sagen, dass sozusagen typologisch du nahe stehst bei Spahn, bei Scheuer, ihr euch duzt, bei Sebastian Kurz. Sebastian Kurz ist genau jemand, sagen, der... typologisch weiß ich nicht genau, was das heißt. Das kann ja und eine Fremdzuschreibung von mir bleiben. Ich duze sie halt, weil ich die halt seit... Also Scheuer duze ich nicht. Mhm. Spahn duze ich und den Herrn Bundeskanzler duze ich, weil ich die jetzt seit 10 Jahren kenne. Ist ja auch in Ordnung, soweit. Das hat nichts mit typologischer Nähe zu tun. Doch, alles junge Männer vor 10 Jahren und so halt und Brunel und so weiter. Ja, doch, das kann man schon so sagen. Und da ist eben Sebastian Kurz einer, den man als ein gutes Beispiel anführen könnte für diesen Moment von Franz Josef Strauß gegen, also sozusagen die demokratische Position halten. Ja. Aber fuck nochmal. Dein 10 Jahre alter Kumpel und der Herr Bundeskanzler Sebastian Kurz ist halt der Bundeskanzler einer Koalition mit der FPÖ, die einen extrem rechten Innenminister in Position im Ministerium hat, der eine illegale Razzia in seinem eigenen Verfassungsschutzbehörde durchführt, in der seine Leute die Akten verschwinden lassen aus der Extremismusabteilung, die FPÖ überwacht. Ja? Und das ist der Moment zum Beispiel, dafür nehme ich jetzt logischerweise nicht dich in Haftung, aber das ist der Moment, schön, wo bei mir, so nett sind wir ja auch alle hier, wo bei mir der Spaß aufhört, bei dir wahrscheinlich auch, aber wo ich irgendwie denke, so das ist eigentlich das Europa, von dem ich jetzt gerade Angst habe und wo ich tatsächlich jetzt nochmal Bezug nehmend auch auf das, was du vorhin gesagt hast. Ja? Jetzt sagen wir mal, du bist hier der Franz Josef Strauß, ihr passt alle auf die Demokratie auf und so weiter. Erklär mir doch mal, wie man das in Deutschland verhindert, dass diese Situation niemals eintreten wird, ja? Auch mit deinen, sage ich jetzt mal, Kumpels. Indem wir jetzt, und vielleicht ist es auch schon zu spät,
aber spätestens jetzt nicht die richtigen und legitimen Themen den falschen Leuten überlassen. Denn Österreich ist ja immer so ein Blick in die Zukunft, absurderweise politisch für Deutschland. Und in Österreich ist es halt einfach zu spät. In Österreich sind diese Leute furchtbarerweise so stark, wie sie da stark sind. In Deutschland sind sie auf einem Weg dahin, aber das ist kein hindernisfreier Weg. Und wir können da noch sehr viele, sehr große Steine in diesen Weg hineinrollen und sollten das aus meiner Sicht auch tun. In Österreich ist es aus meiner Sicht zu spät. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, man muss halt mit denen koalieren. Ich versuche nur zu beschreiben, dass wir da in unterschiedlichen Stadien sind. Und zum Thema, wie finde ich das, was da in Österreich passiert? Die ganze Debatte, die jetzt um Herrn Kicke läuft, wo hat sie angefangen? In Bild. Ja, und ob der Herr Bundeskanzler oder der Herr Kurz oder der Sebastian jetzt mit mir befreundet sind oder was auch immer, ist mir total wurscht, wenn es um Berichterstattung darüber geht. Und alle Ausschüsse, die da in den letzten Tagen stattgefunden haben, gingen los mit einer Geschichte von unserem wundervollen Paul Ronsheimer, mit einem Zitat von Elmar Brok und noch einem weiteren, was ich nicht erinnere, was halt in Österreich ja, fast eine Regierungskrise ausgelöst hat. Es ist auch nicht mein Ziel, Regierungskrisen auszulösen. Es ist mein Ziel, das zu berichten, was ich dort sehe. Und das, was ich da sehe, besonders auf FPÖ-Seite, ist nicht gut. Ist nicht gut. Und ich bin froh, dass sowas im Bild losgeht. Und keine Freundschaft und kein Du und kein 10 Jahre kennen oder was auch immer, wird mich jemals davon abhalten, genau so zu berichten. Danke bis hierhin. Wir wollen ein bisschen mehr Applaus geht schon als dieses eine. Wir wollen vom Klatschen halten wir hier niemanden ab. Wir wollen jetzt nochmal das Mikrofon in die Runde geben. Jetzt ist mal die allererste Frage. Haben wir überhaupt ein Mikrofon, was wir in die Runde geben können? Da. Hi. Machen wir es so, dass du einfach rumläufst und wer was sagen will, sagt was. Ich sag mal, ich finde immer das so Quatsch, dass jeder was fragen muss. Natürlich soll auch jeder was sagen können, aber halt, wir haben nur noch irgendwie, 12 Minuten, also quatscht nicht zu lange. Ich schaue mehrmals täglich. Ist an, also ich höre vielleicht, Sie auf jeden Fall. Vielleicht nett wäre immer ganz kurz, mein Name ist Dingsbums, ich komme aus da, einfach nur damit wir wissen, mit wem wir sprechen. Benedikt Mechler, ich komme aus Freiburg und bin sehr oft hier in Berlin. Ich schaue mehrmals täglich auf bild.de. Und ich sage mal, was mir positiv auffällt, wenn es krasse, zwischenmenschlich schlimme Dinge gibt, die sie berichten, dass sie oft darunter Telefonnummern nennen, was man zum Beispiel bei Depression oder Selbstmordgefährdung, wo man sich hinwenden kann. Beispiel dieses Mütter-Ehepaar, was da in Kalifornien vermutlich absichtlich ihre 6 oder so und so viele Kinder über die Klippe in den Tod gebracht hat. Die andere Seite ist die, dass ich vom Stil her eine Nähe zur AfD, sie schreien so laut. Und zwar mit Worten und mit Bildern. Also sie vereinfachen und das, was ich auf bild.de lese, das finde ich in ihren differenzierten Worten heute Abend nicht wieder. Da gibt es wuchtige Schlagzeilen und auch wuchtige Bilder, wo ich mich frage, warum muss man jetzt wissen, wie der Schwager von dem einen Mädchen, was da vermisst wurde, ich weiß Jessica oder wie die heißt, aus Berlin, wie der aus dem Knast kommt. Wozu muss man diese Bilder haben? Jogi Löw, 2 Tage nach dem WM aus, fährt durch Freiburg, Bild bringt es groß raus, wo er gerade sitzt. Und da finde ich das Schreien so unangenehm mit den Bildern und auch mit den Worten. Und das Zweite ist, es hängt damit zusammen, in einer Kirchengemeinde hier, ich sage es jetzt nicht öffentlich, kann Sie, wenn Sie mögen, nachher sagen, hier in Berlin gibt es ein Obdachlosencafé, da hat eine Frau Ärger bekommen, hat sich gewehrt aus ihrer Sicht und hat sich an Bild und BZ gewandt, unüberprüft wurde das übernommen, diese Kirchengemeinde und das Obdachlosencafé mit den Menschen, die sich seit Jahren engagierte, wurde quasi von der Bild an den Pranger gestellt und das meine ich mit laut und ich finde, dass sie damit mit dem Lauten Schaden anrichten. Also vielen Dank. Ganz kurze Frage nur zum Vorgehen, weil es bestimmt viele gibt, die sich melden wollen. Willst du? Kannst mir nur nicht merken. Ja, okay. Deswegen vielleicht, ich kann darauf relativ zügig antworten. Erstens bin ich froh, den Freiburger kennengelernt zu haben, der mehrfach täglich auf bild.de geht. Zweitens, den Fall, den Sie da geschildert haben über dieses Café, ich kenne ihn derzeit nicht. Wenn Sie ihn mir nochmal gleich sagen, schaue ich mir das an. Wenn wir da jemandem Unrecht getan haben, dann ja, ist das ein Fehler, aber ich kann es einfach im Moment überhaupt nicht beurteilen. Und zu dem grundsätzlichen Punkt, dass wir laut sind, ja, absolut, das ist der Markenkern von Bild. Ich habe vorhin gesagt, ich sehe als eine Hauptbefindlichkeit in unserer Leserschaft durchaus das Gefühl,
ich alleine bin so leise, dass mich in Berlin keiner hört. Ja, und deswegen ist durchaus Markenkern von Bild, dass wir laut sind. Ich gestehe zu, dass wir manchmal lauter sind als nötig. Ja, das passiert. Es gibt auch durchaus, es gibt durchaus auch immer wieder Geschichten, die ich im Nachhinein selber zu laut finde. Aber die grundsätzliche Dezibel-Level von Bild ist höher als bei anderen Zeitungen. Das ist halt einfach das Genre. Aber das ist auch ganz bewusst so gewollt. Und ich glaube, es ist relativ gleichbleibend. Und es gibt sicher Punkte, an denen wir eher runtergehen sollten und versäumen, das zu tun. Wir sind, ich gestehe Ihnen zu, dass wir manchmal lauter sind als nötig. Ist das ein Satz, den du sehr oft sagst oder hast du den heute zum ersten Mal exklusiv hier gesagt? Nein, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, also auf bild.de erscheinen ungefähr 400 Geschichten am Tag. Ja? Manche davon sind politisch höchst relevant, manche sind sehr seicht, manche handeln von Tieren, manche handeln von Menschen. Die ganze Bandbreite unserer wundervollen Welt. So. Und das Genre ist ein lautes. Boulevard ist ein lautes Genre. Die Buchstaben bei uns sind nicht so groß, weil unsere Leser es irgendwie an den Augen haben, sondern weil das die gedruckte Übersetzung von laut ist. Und wenn man etwas konsequent ist, dann ist man das, was man konsequent ist, manchmal auch konsequent falsch. Das liegt in der Natur der Sache. Niemanden grämt das mehr als mich. Nur ich glaube trotzdem, dass in einem Spektrum von Vielfalt diese laute Stimme, die komplexe Sachverhalte auch gern, man kann auch sagen, zuspitzt, emotionalisiert, nehme ich alles hin, dass es diese Stimme braucht. Ja, und diese Stimme ist, wie gesagt, im oberen Level des Dezibelbereichs und manchmal gibt es Themen, da halten wir diesen Dezibelbereich und ich sage im Nachhinein, das hätte man auch leiser sagen können. Danke. Es gab, glaube ich, noch andere Meldungen. Moment, langsam, wir haben ja eben Mikrofon, dann können Sie besser, ach so, aber das ist gerade da hinten, genau, das war jetzt auch laut, Sie können dann gleich nochmal, also genau, vielleicht nochmal ganz kurz so ein paar Handmeldungen, wer hat noch das Bedürfnis, sich zu äußern, hier vorne, da ganz hinten und dann gehen wir hier gleich nochmal hinten rüber, ja, und dann haben wir so 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, und dann gucken wir so ein bisschen auf die Uhr. Okay, also ich wollte fragen, ich komme nicht ganz klar auf die Schizophrenie. Ich sehe gerade, weil ich so ins Licht gucke. Hier. Ah ja, da, hallo. Ich wollte sagen, ich komme nicht ganz klar auf die Schizophrenie, dass auf der einen Seite beklagt wird, dass in Syrien nicht interveniert wurde. Dann wird erzählt, dass eine Flüchtlingsfamilie im Gartenhaus untergebracht wurde. Also dieser Teil sehr positiv geschildert. Und auf der anderen Seite sind Sie verantwortlich für sehr viele tendenziöse Artikel und Überschriften, die in Deutschland zu einem Klima der Angst und der Wut beitragen, durch die genau diese Menschen, die in Syrien geflüchtet sind, hier wieder bekämpft werden und Todesangst haben müssen. Und das verstehe ich nicht, wie man vor diesem Widerspruch die Augen verschließen kann. Ich könnte darauf jetzt mit sehr ausführlichen Statistiken antworten. Ich versuche mich da mal statistisch kurz zu halten. Die Menschen, die aus meiner Sicht jedes Recht haben, in diesem Land zu sein, weil sie Kriegsflüchtlinge sind, sind zum Beispiel bei Kriminalitätsstatistiken weit unterrepräsentiert, was ein relativ logischer Effekt ist. Ja? Weit überrepräsentiert sind Menschen, wo man lange darüber diskutieren kann, die aber auf jeden Fall kein Recht haben, hier zu sein als Kriegsflüchtling und regelmäßig abgelehnt werden. So. Ich glaube, das ist zu unserer Pflicht, die Menschen, die ein Recht darauf haben, hier zu sein, diese Menschen zu schützen, gehört, dass wir rechtsstaatliche Regeln einfordern. Und dieser teilweise, was ja auch eben verhindert, die AfD nicht und so dadurch, dieser erzieherische Ansatz, ja, was wollen wir denn mit unserem Journalismus bewirken? Das ist nicht mein Ansatz, sondern mein Ansatz ist, zu berichten, das, was passiert und gesellschaftlichen und auf das auf der Grundlage von gesellschaftlichem Konsens. Und es schmerzt mich sehr, dass in, keine Ahnung, Chemnitz oder Dresden gewisse Dinge passieren und Menschen mit ausländerfeindlichen Parolen auf die Straße gehen. Aber das kann für mich nicht das Kriterium sein, zu sagen, die Geschichte, Mord, Vergewaltigung, was auch immer, in dem und dem Milieu von leider relevant und journalistisch herausragender Bedeutung, die lassen wir jetzt mal weg, um nicht Menschen den falschen Eindruck zu erwecken. Ich urteile am Ende nach dem, was ich für relevant halte. Und glauben Sie mir,
Eine Verantwortung, an der ich will dafür jetzt kein Mitleid, um Gottes Willen, mir macht das jeden Tag riesen Spaß, aber das ist eine Verantwortung, an der ich durchaus auch schwer trage, weil ich da auch nicht falsch liegen möchte. Ja, ich möchte da bei diesem Thema nicht falsch liegen. Ich glaube nur, wenn ich zu dem Ergebnis komme, das ist ein relevantes Thema, dann machen wir dieses Thema und dabei steht für mich dann nicht im Vordergrund, was die Lesart in der Bevölkerung sein könnte, sondern das, was passiert ist. Sagen, was ist. Dieser schöne Rudolf-Augstein-Satz, der beim Spiegel gerade so ein bisschen wackelt oder gewackelt hat bis vor einigen Wochen, das ist das, was ich für Bild. Nein, das ist das, was ich. Das ist mein Anspruch an Bild. Geil. ja, nicht schlecht. Das war ein leiser Satz, groß gesagt. Wo hatten wir hier? Genau. Hallo. Ich hätte gerne eine differenzierte Antwort zu der Tatsache, dass das Video von Christchurch komplett hochgeladen wurde. Und ich wüsste gerne, wo der Erkenntnisgewinn darin ist, das Video der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, obwohl es sonst nur in rechtsradikalen Netzwerken kursiert wäre. Dazu kann ich nur sagen, da gebe ich Ihnen gerne eine ganz präzise Antwort. Sowohl die Frage als auch der Applaus beunruhigen mich da ein bisschen, weil es ist einfach falsch. Wir haben das Video nicht direkt hochgeladen. Wir haben aus 17 Minuten eine 2,5-minütige oder 2,50 Minuten Version gemacht, die stark editiert ist. Nein, Sekunde, na doch, das ist ein deutlich anderer Sachverhalt, als das Video wurde gleich hochgeladen wie in rechtsextremen Kreisen. Ist einfach falsch. Und ich finde, wenn ein falscher Vorwurf erhoben wird und es dafür Applaus gibt, dann ist es durchaus mein Recht zu sagen, der Vorwurf ist einfach falsch, er ist bequem, er passt ins Weltbild, nehme ich an, es ist schön, ihn zu erheben, es ist schön, dafür Applaus zu bekommen, es ändert aber nichts daran, dass er einfach falsch ist. Und ich halte es... Der Punkt ist schon, es gibt eine berechtigte Kritik, es ist nicht das 17-Minuten-Video, sondern ein editiertes, und was er jetzt sagen wird, ist, dass es immer gut ist, so ein Material editiert als redaktionellen Beitrag zu zeigen und dass es sozusagen ein Unterschied ist, etwas redaktionell und journalistisch zu gewichten als das Originalpropaganda. Und jetzt gleich wollen wir von ihm wissen, warum habt ihr es überhaupt gemacht, denn die Kritik daran bleibt. Ja. Schön, dass bei der Taz, also der Interviewer, auch die Antwort gibt. Das ist bei uns zumindest dann noch das anders. Das ist immer dann mit Zeit sparen. Ich antworte gerne drauf, aber da muss ich auch antworten können. Ja, aber jetzt. Es gibt für sowas ja, finde ich, immer relativ leichte Tests. Ja? Und aus diesem Video, aus den Sequenzen, ich nehme an, Sie haben es nicht gesehen, weil dann wäre Ihnen aufgefallen, dass Sie nicht 17 Minuten drauf geguckt haben, sondern nur 2,5. Aus diesem Video geht sehr viel über das Weltbild dieses Täters und das, was wir im Moment als Buch auf Twitter feiern, neue rechte Netzwerke, was wir als Titelgeschichte meinen, da geht sehr viel daraus hervor aus diesem Video. Welche Symbole hat er getragen? Welche Claims und Slogans standen auf seiner Waffe? Worauf beziehen sich die? Wo haben wir die vorher schon gesehen? Welche Ästhetik verwendet er da? Was versucht er mit dieser Ästhetik zu bezwecken? All das, finde ich, kann man durchaus zeigen, ohne eine einzige Szene davon zu zeigen, von dem tatsächlichen Verbrechen. Man kann jetzt natürlich spitzfindig sagen, der Weg zur Moschee ist auch schon Teil des Verbrechens. Absolut, gar keine Frage. Aber die Lesart, Bild zeigt das Video, wie dort Menschen getötet werden, ist einfach falsch. Genau das haben wir nicht gezeigt, sondern wir haben uns das rausgesucht. Welche Waffen werden zum Beispiel verwendet? Da können Sie jetzt wieder sagen, der Reichelt, der war zu lange im Krieg, der ist in Waffen nah. Es gibt ein Sturmgewehr auf dieser Welt, was bei jedem Amoklauf, und das sehe ich übrigens nicht als Amoklauf, das ist ein glasklarer Terroranschlag. Ja? Es gibt ein Sturmgewehr, es heißt, glaube ich, wie gesagt, ich bin da nicht so sehr M4, AR-15 in der zivilen Variante, M4 als militärische Variante, was bei jedem Amoklauf, bei jeder dieser Grauentaten, bei jedem dieser Anschläge inzwischen benutzt wird. Warum? Man könnte fast argumentieren, dass die Waffe selber ein heroisches Symbol ist. Ja, und Menschen von einer gewissen Ideologie oder psychischen Labilität, ich will nicht sagen, in die Tat hineintreibt, aber ein Faktor ist. Dass diese Waffe verwendet wurde, ist aus meiner Sicht völlig legitim zu zeigen. Dass er diese komische Sonne verwendet, ist völlig legitim zu zeigen. Und jetzt zum Abschluss der einfache Test. Angenommen, dieser Mann wäre in eine Synagoge gegangen. Würden wir dann wirklich sagen, man darf alles, was auf seine rechtsextreme Gesinnung hindeutet, nicht zeigen? Natürlich würden wir das nicht machen. Weil wir bei der Synagoge, gerade in unserem Land, sehr viel über die Opfer reden würden. Die Wahrheit ist, über die Opfer in diesem Ding haben wir
nur sehr, sehr, sehr wenig geredet und haben dafür eine Mediendebatte darüber wieder mal geführt, was man zeigen darf. Die Wahrheit ist, die Zeit hätten wir darauf verwenden sollen, über die Opfer zu sprechen und darüber, dass sie dahin gegangen sind, um friedlich zu beten und nicht darüber, ob man sagen darf, was auf der Waffe steht und welchen ideologischen Hintergrund das zeigt. Oh ja, wir schon. Da kriegen wir aber immer den Vorwurf, wie könnt ihr denn die Opfer zeigen? Ich glaube, die Taz hat in dem Fall aber auch relativ, also da waren wir mal so. Also eins machen wir jetzt nicht, dass jetzt hier jeder irgendwie wild rumschreit, weil dann kommt das, kriegt man ja gar nicht mehr mit, was eigentlich der Fall ist. Sondern du oder sie haben eine Frage gestellt, die wurde jetzt entweder gewinnbringend oder nicht gewinnbringend beantwortet. Nee, Entschuldigung, ganz kurz. Ich hoffe, das war. Nee, ganz kurz, es ist jetzt einfach 47, wir überziehen heute noch ein bisschen und so, aber möglicherweise können wir diesen Konflikt auch nicht mehr. Das heißt, ich würde jetzt gerne noch mal gucken, wo es noch Wortmeldungen gab. Ich glaube, wir überziehen jetzt einfach hier, in einer Viertelstunde kriegen wir alle miteinander das für. Hin. Ja? Und vielleicht können wir einfach noch mal uns ein bisschen hier vorarbeiten, dass wir noch ein bisschen in den Austausch kommen. Hallo, Patrick Gerke, Berlin-Neukölln. Meine Frage geht in die Richtung, ich bin auch regelmäßiger Leser von Bild, von Welt, von Russia Today, weil ich gerne wissen möchte, was haben diese Medien zu sagen. Komischerweise. Darf ich kurz fragen, also ist es auch nicht Russia Today eher sozusagen aus wissenschaftlichen Zwecken oder tatsächlich als Informationsquelle? Einfach nur. Ich möchte wissen, okay, etwas ist passiert in der Welt und ich möchte wissen, wie schreibt Russia Today drüber, worauf fokussieren die sich und genau das Gleiche mache ich dann dementsprechend bei Bild, bei Welt. Leider ja, gleicht sich da recht öfter sozusagen die Wortwahl oder der Stil, wie berichtet wird, aber darauf will ich jetzt nicht hinaus. Ich würde eher darauf hinaus, dass Sie gesagt haben, rechts von Ihnen ist nur noch die Wand und Sie möchten eben halt nicht die AfD unterstützen. Trotzdem, unter all diesen Beiträgen, die dort veröffentlicht werden, gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Und es tut diese mir leid, Kommentare, da muss ich auch jetzt an diesem Punkt intervenieren. Diese Kommentarfunktion habe ich, glaube ich, vor 9 Monaten komplett abstellen lassen und vor 2 Jahren so, dass es eigentlich kaum noch möglich war. Also es gibt die einfach nicht mehr und ich habe sie abstellen lassen, weil ich diesen Hass einfach leid war. Aber da haben sie einfach seit 9 Monaten nicht geguckt. Es gibt es bei uns nicht mehr. Sie können es auf Facebook aber wenigstens machen. Bitte aber es gibt es einfach an nicht Herrn mehr. Ulf, Ihren Freund, die Info geben, dass genau dort diesen Menschen diese Plattform gegeben ja, wird. Die gebe ich gern weiter. Vielen Dank, aber das ist dann tatsächlich, jetzt wird jetzt hier nicht, genau, da gab es noch eine Wortmeldung. Ja, ist gar keine Frage. Clara Geringer aus Offenbach bei Hessen. Aus wo, Entschuldigung? Aus Offenbach. Hessen. Es ist eher ein Kommentar zu dem Beispiel mit dem Moscheenbau vorhin, mit der Argumentation. Das ist schön und gut, eine Argumentation zu haben, aber ich finde, in vielen Bildartikeln kommt diese Argumentation nicht rüber, sondern eher nur die große Überschrift, die dann ohne Argumentation eben diese, ja, dann eher nach Hass klingenden Aussagen trifft. Und das ist eben das Problem, würde ich sagen. Also sehe ich logischerweise fundamental anders, aber das so zu sehen, bleibt Ihnen natürlich unbenommen. Es gibt eine weitere Wortmeldung. Ah, wo sind wir da? Genau, Kollege Bernd Pickert von Taz. Genau, Bernd Pickert, Taz-Redakteur. Sie haben vorhin, als Sie begründet haben, warum Sie die Positionierung von Bild mit diesem Rechtsruck richtig finden, gesagt, wir, und damit meinen Sie jetzt nicht die Bild, zerstören im Moment das liberale, weltoffene, zufluchtgebende Deutschland. Und Sie meinten Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Ich habe gedacht, ja, Sie machen das, nicht Angela Merkels Flüchtlingspolitik, denn und das ist ein Kommentar und eine Frage, Sie tun so, als ob es quasi ein Naturgesetz sei, dass die Ankunft von auch 1 Million Menschen automatisch Gegenreaktionen, die nicht mehr steuerbar seien, auslösen würde. Ich bin seit 2015 hier in Berlin in der Flüchtlingshilfe aktiv. Wir haben das bei uns im Bezirk ziemlich gut hingekriegt, dass es solche Gegenreaktionen nicht gab, weil sich sehr, sehr viele Menschen engagiert haben. Wir haben es weitergemacht, was auch Sie am Anfang gemacht haben. Wir sind auch nach Köln, was ja so ein Wendepunkt war, so ein bisschen nicht umgeschwenkt. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Ihre Verantwortung dafür, was gedacht wird, doch ein bisschen größer ist, als nur zu sagen,
wir müssen das wahrnehmen und berichten, was so ist, und müssen uns unser Fähnchen nach dem Wind hängen. Ich meine, ich bin noch groß geworden damit, mit dem alten Spruch, das Schwein, gemeint war bestimmtes Bewusstsein, in Abwandlung dieses alten Marx-Spruches. Entschuldigung, ich habe den Spruch jetzt gar nicht verstanden. Sagen Sie nochmal. Das Schwein bestimmt das Bewusstsein. Das war mal so eine Karikatur aus den 70er Jahren. Das Schwein ungefähr, oder das Schweigen? Das Schwein. Das Schwein, und gemeint war die Bild-Zeitung in diesem Fall. War eine linke Karikatur aus den 70er. Da muss ich ehrlich sagen, ich habe das ja vorhin gesagt, ich glaube, Sie verfallen auch gerade bei der Tat. Moment, ganz kurz. Lassen Sie mich doch ganz kurz meine Frage zu Ende führen. Der Bernd Pegger, der sagt jetzt noch kurz seinen Satz zu Ende und dann bist du dran. Ich möchte nur die Frage zu Ende führen. Weil Sie tun so, als ob es besser wäre, um eine AfD zu verhindern, AfD-Positionen letztendlich zu vertreten und nicht offensiv entgegenzugehen diesen undemokratischen Ressentiments, sondern man muss die befördern, damit wir sie befördern, nicht die AfD. Das ist wie 91, als man die NPD kleinkriegen wollte durch eine Reform des Asylgesetzes und dann NPD-Positionen übernommen hat. Das kann doch nicht das Ziel sein. Jetzt musst du aber zum Punkt kommen. So, okay. Ihre Verantwortung darin, sind Sie wirklich nur publizistisch so unter Druck gesetzt von rechten neuen Internetmedien, dass sich selbst die Bild-Zeitung, das Flaggschiff des rechten Boulevard, nicht mehr anders wehren kann, als sowas anzunehmen? Glaube ich nicht. Soweit, so gut. Jetzt bist du dran. Also, Das war jetzt sehr viel Content, wie man heutzutage sagt. Erstens, ich muss Ihnen wirklich sagen, auch wenn Sie es nur zitiert haben, sagen, unter dem, also wirklich ehrlicherweise nicht besonders originellen Deckmantel, ich bin noch groß geworden mit das Schwein. Ich kann es Ihnen nur raten, ich kann es der Taz nur raten, lassen Sie solche Rhetorik. Also das ist das, was Sie uns immer vorwerfen. Das Schwein, es tut mir leid, ich habe vorhin drüber gescherzt, das Schweinesystem, die Schweine, sie verfallen da, wie bei meinem Kollegen Ulf jetzt mir gegenüber, sie verfallen da einfach in genau die Rhetorik, die die RAF verwendet hat. Und ich finde das der Taz gegenüber unwürdig. Ich finde es absolut unwürdig. So, und was Sie zu dem vielleicht wesentlichen inhaltlichen Punkt, den Sie da gesagt haben, da haben Sie mich einfach falsch zitiert und ich weiß, das funktioniert gut. Und Sie sagen, ja, Sie haben ja behauptet, so und so viele Flüchtlinge führen zu Reaktionen, die man nicht mehr kontrollieren kann. Nein, das habe ich nicht. Ich habe gesagt, Zuwanderung führt immer zu einer Form von Veränderung. Ja, können wir uns jetzt vermutlich, also wenn ich unsere anschaue, wie weit wir auseinanderliegen, auch noch trefflich drüber streiten. Aber ich finde, das ist fast eigentlich eine Banalität. Zuwanderung führt zu Veränderungen in Gesellschaft. Nicht zu unkontrollierbar. Das sind Ihre Worte, das habe ich nicht gesagt, das sehe ich auch nicht so. Und ich habe auch nicht die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel angegriffen. Ich habe das exakte Gegenteil davon gesagt. Was ich extrem kritisch sehe, ist das, was danach gekommen ist. Das Management dieser Flüchtlingskrise, dass wir Menschen Zuflucht geboten haben, halte ich für richtig. Nochmal fürs Protokoll wiederhole ich mich, für richtig. Das, was danach gekommen ist, denjenigen, die unter dem Gedanken dieser Politik und nach deutscher Rechtsprechung in leider sehr, 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 sehr vielen Fällen kein Recht haben, in Deutschland zu sein, dort muss Politik halt nachsteuern. Und das ist aus meiner Sicht nicht geschehen. Und das führt tatsächlich zu gesellschaftlichen Reaktionen, die ich für inzwischen leider tatsächlich borderline unkontrollierbar halte, denn sonst hätten wir nicht solche AfD-Wahlergebnisse. Aber wenn Sie mir Vorwürfe machen, ich kann mit jedem Vorwurf leben, dann bitte ich darum, nennen Sie mich erstens oder indirekt oder zitieren Sie nicht solche Worte wie Schwein und zweitens zitieren Sie das, was ich gesagt habe, korrekt. Und das haben Sie an dem Punkt, es tut mir leid, einfach nicht getan. So, du hast dich gemeldet, aber du warst schon dran, deswegen darfst du nichts mehr sagen. Du hast jetzt Wer das Mikro hat jetzt Macht. Mal eins nach dem anderen. Ich habe hier die Partyzeremonie, es ist jetzt 6:06. Langsam, du bist ja gleich dran. Ich will nur mal sagen, wie es jetzt hier weitergeht. Okay. Du bist jetzt noch dran und dann ist keiner mehr dran. Ganz einfach. Und dann machen wir hier alle Feierabend und dann gehen wir hinten drüben eine Party feiern. Und wenn dann, wenn du oder sie oder was noch willst, dann könnt ihr hier noch alle quatschen. Aber dann ist jetzt gleich Feierabend. Du bist der Letzte. Wie heißt du denn, wo kommst du her und was liegt dir auf dem Herzen? Okay, ich bin Thorsten aus Bochum. Glück auf. Meine Familie kommt mütterlicherseits also aus Bochum. Mein Thema ist sozusagen... Mir ist zu viel Kriminalität in der Bild-Zeitung, dass man korrekt berichtet und ich weiß auch, dass es bei uns häufig auch Messerstechereien oder so etwas gibt, kein Thema. Bloß für manche Leute, die ticken halt nicht so wie ich. Ich kann Statistiken lesen und kann mir dann mein Bild selber zusammenbasteln, aber manche andere Leute, die sehen einfach nur, da war eine Messerstecherei und sofort ist die ganze Gesellschaft kriminell. Und wenn jetzt zu viel Kriminalität in der Zeitung steht, also was weiß ich, dann auf manchen Seiten, da jeder zweite Artikel oder so. Ich habe vielleicht auch jetzt etwas übertrieben. Dann ist das für manche Leute so, die
Realität ist halt nur noch kriminell und die Welt ist nur noch böse und da wäre mir lieber, es steht auch mal was Schönes über die Welt drinne. Ja, das ist ein Teil, womit vielleicht AfD gefördert wird, dass sie das nicht direkt tun und auch nicht wollen, das ist mir klar, als andere Unterstellung, die es hier teilweise im Raum gab. Vielen Dank. Es gibt auch, vielleicht kann ich das kurz sagen, es gibt tatsächlich in der Branche, also im Journalismus, unter Journalistinnen, Journalisten, die Frage nach Positive Journalism, also nach der Frage von positivem Journalismus, einfach mal gute Geschichten erzählen, nicht immer auf die bösen Geschichten reinfallen. Das ist eine Branchendebatte, sollte man das tun, sollte man sagen, wo alles gut läuft, ja, also es wird auch diskutiert, weil manche sagen, Mensch, der Journalismus doch den Finger in die Wunde legen. Wie ist das eigentlich? Macht ihr Positive Journalism? Ich glaube, Journalismus oder Journalism ist groß genug, um davor kein anderes Wort zu stellen. Kein Constructive, kein Positive, kein gar nichts. Sondern unsere Aufgabe, und da haben wir unterschiedliche Kriterien, ist zu urteilen, was ist jetzt relevant und was ist so relevant, dass es auf Seite 1 gehört. Ja, so. Und ob wir damit Constructive sind oder Positive. Also ich muss sagen, bei jeder Intention von Journalismus schaudert es mir. Ja, ich glaube, Journalismus sollte nicht intentional sein, sondern sicher mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Du schaust anders auf die Welt als ich, gar keine Frage. Aber mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Welt zu schauen und zu sagen, was habe ich da gesehen, auch durchaus, was schließe ich daraus. Aber nicht sagen, wir müssen positiver sein, wir müssen konstruktiver sein. Wir wollen, dass die Leser das und das denken, fühlen, empfinden und das um Gottes Willen nicht denken, fühlen und empfinden. Ich sehe das nicht als unsere Aufgabe. Es tut mir leid, und um einmal auch auf das einzugehen, was Sie gesagt haben, zum Thema Kriminalität. Wir hatten gestern oder vorgestern auf der Seite 2 die große Statistik, die neue polizeiliche PKS, polizeiliche Kriminalitätsstatistik heißt es, glaube ich, und haben darüber geredet, sollen wir es als Schlagzeile machen. Ja, und da sind spektakuläre Zahlen drin und teilweise auch erschütternde Zahlen. Und ich habe am Ende gesagt, nein, es reicht auf der 2, lass uns auf der 1 was anderes machen. Ich halte es trotzdem für relevant. Ich gebe Ihnen auch da, ich kann Ihnen da recht geben. Ja. Ich glaube, da hat sich auch da müssen wir gerade bei Bild sensibel sein, da hat sich die Stimmung im Land durchaus auch geändert, so in den letzten, also ich sage Ihnen, mein Eindruck ist, seit Angela Merkel den Parteivorsitz abgegeben hat, ist die Dringlichkeit in diesem und diese Wut, die teilweise da ist, ist etwas abgeklungen. Manche Leute sind immer noch sehr kritisch, aber die dringliche Wut, die macht unser Land kaputt. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen weg. Ja, und darauf wir versuchen darauf zu reagieren. Ja, ich sage, lasst uns diese Themen. Das ist nicht das Gefühl im Land, dass dass hier zum Beispiel Dinge verborgen und verschwiegen werden. Ja, und vielleicht als abschließenden Satz, ich glaube, das toxischste Argument und gefährlichste Argument, was alle populistischen Bewegungen haben, und wir sehen es bei der AfD, bei der Linken auch, aber bei der AfD im Moment ganz brutal, ist, das darf man ja nicht mehr sagen und darüber darf man ja nicht mehr sprechen, aber wir tun's. Solange Bild Dinge sagt, mit dieser enormen Reichweite, mit der großen Verantwortung kommt, mit dieser enormen Reichweite, die wir haben, solange Bild Dinge sagt, kann niemand in diesem Land sagen, und auf Wählerfang gehen mit dem Satz, das darf man ja nicht mehr sagen, aber wir tun es trotzdem. Und das ist mir tatsächlich wichtig. Vielen Dank, Julian Reichelt. Wir sind noch nicht ganz am Ende, so 2 Minuten brauchen Sie noch, aber wir nähern uns dem Ende. Diese Veranstaltung heißt, worauf es ankommt, ein Nachbarschaftsgespräch mit Julian Reichelt. Julian Reichelt, worauf kommt es an? Da hast du aber wirklich eine sehr weit gefasste Frage zum Ende aufgehoben. Ich glaube, also vielleicht 2 Bereiche. Journalismus, auf diesen einfachen Satz, sagen, was ist. Ich glaube, darauf kommt es im Journalismus an und Geld dafür zu verlangen. Und im Leben ganz allgemein, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, das bin ich nicht, das dann eben auch so nicht zu tun. Entschuldigung, was? In dem Moment, im Leben ganz allgemein, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, das zu sagen oder so zu handeln, das bin ich nicht, das dann eben auch nicht das, so das zu tun. Das bin ich nicht, das dann eben auch nicht so zu tun. Nicht so zu tun oder nicht... das, was man nicht ist, nicht dem zu wieder zu handeln, was man als seine eigene Identität und seinen eigenen Kern empfindet. Und da kann ich durchaus sagen, bei allem, was Sie über meine Texte denken müssen, keiner davon ist geschrieben, weil ich das Gefühl habe, irgendwem folgen zu müssen oder irgendeine Linie halten zu müssen, sondern das ist das, was ich denke und das ist meine Überzeugung. Vielen Dank.
Das war die Veranstaltung, worauf es ankommt, ein Nachbarschaftsgespräch mit Julian Reichelt. Ich weiß nicht, ach, wissen Sie was? Sie packen alle schon so Ihre Rucksäcke. Lassen Sie uns noch mal so 60 Sekunden nehmen. Das begann ja eigentlich ganz intim. Ja? Das begann ja eigentlich ganz intim. Und dafür will ich mich noch mal bedanken. Wir sind die Taz, wir sind ja eher die Sozialpädagogen. Wir haben es ruhig angegangen, wir haben uns ein bisschen kennengelernt. Wir haben über Sucht und über Zynismus, wir haben über Hornhaut auf der Seele gesprochen. Fuck, danke dafür. Über die Frage, wann und wo man zum Psychologen sollte. Über Heimat, über publizistische Strategien, über rechts von mir ist nur noch die Wand. Über eine Idee von Europa, über Verantwortung, über Journalismus. Wir haben über sehr viel gesprochen. Danke, dass Sie da waren. Danke, Julian Reichelt, für dieses Nachbarschaftsgespräch. Vielen Dank. Danke für Ihre Zuhörerschaft. Dankeschön.